Alter, 200 Ausgaben, 200. Das heißt, das ist wahrscheinlich das größte Mahnmal des Nicht-Dazulernens, was in modernen Medien überhaupt aufgebaut wurde von uns. Das heißt, wir haben, also wenn wir jetzt zurückgehen würden, diese vielen Jahre, die 200 Folgen irgendwann mal zusammengetragen haben, dann würde man feststellen, dass wir höchstwahrscheinlich mit exakt demselben Horizont begonnen haben, den wir auch heute noch bespielen. Der Blick über den Tellerrand hinaus ist uns gar nicht möglich alleine. Das ist jetzt nun mal bewiesen worden in den letzten Jahren und deswegen müssen wir uns überlegen, dass wir zu hohen Feiertagen, zu runden Geburtstagen, zu ganz besonderen Leuchttürmen dieses, wie sagt man in der Fachjargon, Gelabers. Ja. Was wir bei Baywatch Berlin machen, da müssen wir mal gucken, dass wir uns externe Qualität hineinholen, weil anders können wir das hier nicht mehr beeinflussen. Das haben wir nun probiert. Wir haben in jede Ecke hineingeschwafelt, überall mal was drauf philosophiert und festgestellt, wir kommen immer wieder da an, wo wir begonnen haben. Es sei denn, es kommt jemand dazu und hört uns zu und funktioniert als Öffner, als Mediator, vielleicht aber auch als Ratgeber oder Korrektiv. Vielleicht aber auch einfach nur als der Vierte, der hier sitzt und genauso was labert wie wir. Mal sehen, wir gucken mal. Heute bei uns zur 200. Folge erstmal herzlichen Glückwunsch, Jakob. Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Und herzlichen Glückwunsch für diese Entscheidung, Herr Jauch. Schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen bei Baywatch Berlin. Ich freue mich auch. Applaudieren für Sie. Applaus kommt von mir. Nein. Herr Jauch, Sie haben heute uns, oder sind gerade dabei, uns die Ehre zu erweisen, die 200. Folge. Wissen Sie, wer die 100. Folge mit uns gemeinsam begangen hat? Das habe ich selbstverständlich vorab recherchiert. Das war Thomas Gottschalk. Ich dachte, dass ich jetzt zur 200. Folge deshalb eingeladen werde, weil wir unter Umständen, wenn man unser Alter addiert auf 200, kämen. Ja, das ist leider, da habe ich meinen Anteil. Das könnte in die Richtung gehen, oder? Könnte sein. So langsam, aber sicher. Einigen wir uns auf 4x50. Ja, genau. Ja. Das ist ja hier nicht nur von der Art des Konsumierens ein neues Medium, also ein Podcast, den kann man sich dann da irgendwo, wann man will, irgendwie zu einer Zeit, die einem selber gerecht wird, kann man sich das dann anhören und so weiter. Aber es ist ja nicht nur das, ja nicht nur die Verfügbarkeit, sondern es ist ja auch so ein bisschen der Inhalt. Das Radio, das erste Medium, das sich mit Sprache und mit dem gesprochenen Wort auseinandergesetzt hat, das hat so ein paar Kapriolen gedreht, nicht immer in die richtige Richtung und ist jetzt vielleicht im Vergleich der Relevanz nicht mehr da, wo es früher mal war. Jetzt gibt es den Podcast und da gibt es auch so Unterkategorien und die sind ja fast schon so mannigfaltig, wie es Menschen auf der Welt gibt, denn jeder hat mittlerweile einen Podcast und deswegen gibt es fast gar keine richtigen Rubriken mehr, aber ein großes Ding ist der sogenannte Laber-Podcast. Da wird so daher geredet. Ist das etwas, das Ihnen grundsätzlich liegt, bevor wir jetzt hier reinstarten in so ein freies Assoziieren und so ein Ausplaudern von Privatgeschichten? Ja, das liegt mir. Auf der anderen Seite, also es liegt mir als, oder es läge mir als Produzent, also als derjenige, der gerne etwas erzählt, zu fast allem auch eine Meinung hat. Als Konsument könnte es etwas schwieriger werden. Ich finde es toll, dass es Podcasts gibt, weil es tatsächlich wieder das Konzentrieren auf die Sprache ist. Also man hört einfach, man hört einem Menschen zu und man muss nicht zwischendrin 5 Jingles und die besten Hits von vorgestern bis übermorgen dazu konsumieren, sondern kann sich wirklich auf Sprache und auf ein Thema einlassen, das man sich ja eben heute auch völlig frei wählen kann. Was für mich so Problem ist. Finde ich ja super, dass wir heute alle wieder beisammen sind und du, sag mal, du hast da Ringe und dann, oh, du glaubst ja nicht, ich bin unterwegs gewesen, also 2 Flaschen Champagner, das ging ja noch, aber dann kam ja Itzi und Blitzi noch vorbei und da haben wir so. Und das sind ihre besten Freunde, ne? Und das wenn sich das dann über anderthalb Stunden zieht, wo man sagt, also das ist dann wie ein Kaugummi, der schon vom ersten Moment an null Geschmack hatte, dann, das ist tatsächlich nicht meine Welt. Jetzt habe ich richtig Angst. Also muss ich jetzt schon wieder gehen. Nein, ich glaube, dass man vielleicht nochmal so aufklären muss, auch den Unterschied von einer Radiosendung, mit der Sie ja Ihre Karriere auch begonnen haben, und Podcast, weil ich glaube, eine Radiosendung ist noch viel mehr eine Dienstleistung. Ne? Also es ist ja viel mehr im besten Fall auch dann eine Show oder etwas für den Hörer. Und das, glaube ich, Kuriose an so einem Podcast ist, dass wir in dem Fall hier unser Zeug reden und natürlich geben wir uns Mühe, dass das bestenfalls auch andere interessiert. Aber der Hörer oder die Hörerin sich ja mehr dazusetzen kann, ne, wenn sie das Angebot nutzt. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was für sie dann als Medium auch neu sein könnte.
ja, diese Dreistigkeit auch, dass man sagt, wir schwafeln hier, wir werden sicher noch dazu kommen, Schmitti und ich, wir waren jetzt am Wochenende bei einer ganz kuriosen Veranstaltung im KDW und darüber wollen wir natürlich hier berichten und unbedingt, da ist auch Ihre Meinung gefragt. Unbedingt. Aber das verlangt ja auch das KDW, denn es ist ja Wahnsinn, was man heute mit Podcasts verdienen kann. Wenn ich das vergleiche mit dem, was früher beim linearen Radio, ja, waren wir ja arme Schlucker, aber ich will mich darüber nicht beklagen. Aber darf ich Sie fragen, würden Sie, wenn Sie heute Ihre Karriere beginnen, ist das richtig ausgedrückt? Ja. Ja. Mhm. Würden Sie dann einen Podcast haben? Ich denke schon, wenn mich jemand danach fragen würde und wenn ich tatsächlich feststellen würde, dass es von der Resonanz her auch funktioniert. Wenn ich da also ins All rein sende und keinen Menschen interessiert, ja, das, dann weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber das stellt man ja eigentlich relativ schnell fest. Obwohl, da muss ich sagen, das ist eines der letzten Geheimnisse. Erfahren Sie, wie viele das tatsächlich hören oder gibt es einen unbekannten bis zu 7 Leute hören uns. Kapitalisten, der sagt, es läuft ganz ordentlich. Macht ihr euch darüber mal keine Gedanken. Denn das sind ja oft die Blutsauger von Studio Pummens. Ja, das sind ja bestgehütete Geheimnisse, ja, normalerweise, ja, in der Podcast-Szene. Ja, da wären wir ja auch schön doof, wenn wir da jetzt wieder mit anfangen würden. Der Idiot, der damals die Quoten eingeführt hat, da müsste man sich heute noch sauer. Warum hat man nicht einfach das für sich behalten? Einfach, man lebt von der Strahlkraft, man lebt davon, was die Leute da so drüber reden und da merkt man doch, ob das einer geguckt hat oder nicht. Und dann kann man da auch noch viel so hineininterpretieren. Ja, in meiner Anfangszeit war das natürlich super, weil es ja ein Monopol war. Also in Bayern konnte man nur einen Bayerischen Rundfunk hören, ein bisschen Ö3 und ansonsten Stimme der DDR. also insofern war das toll und um Quoten kümmerte sich niemand, aber man hörte am nächsten Tag oder spätestens 2 Stunden, wenn man aus dem Funkhaus draußen war, dass die Leute darüber reden und einen daher kennen. Dann kam irgendwann die Fernsehzeit, da bekam ich die Quote eine Woche nach Ausstrahlung. Ach, herrlich. Das war auch okay. Auch gut, ja. Weil es ja außer, feiern lassen, ne? Weil es ja außer den Machern niemand interessiert. Es stand ja nirgendwo nach einer Woche, wie hoch die Quote von irgendeiner Sendung war. War so gesehen auch ganz gut. Das änderte sich allerdings dann relativ bald. Aber am Montag hatten Sie Wer wird Millionär? Wissen Sie die Quote? Ja. Wirklich? Ach, naja, was? Ja, ja. Nein. Ja, das war doch, das weiß ich, weil ich natürlich weiß, dass das heute im Grunde so mit das Wichtigste ist. Also, ja, aber das kann Ihnen doch Wurstpieps egal sein, was da für eine aber dem Sender ist es nicht egal. Ach, so ein bisschen. Müssen Sie dann so tun, als ob es Ihnen nicht egal ist und dann so sagen, oh meine Güte, da müssen wir mal einen Zahn zulegen oder so. Was nervt an der Quote ist, wenn es so in die Richtung geht, und das geht ja mittlerweile, oder das ginge. Ist ginge richtig? Da sind Sie der Experte. Ja. Ich wage es nicht. Das ging ja heutzutage, dass am nächsten Tag gesagt wird, und die Zeiten gab es zwischenzeitlich mal. Ja, können wir Sie mal sprechen? Da, wir haben ein Problem festgestellt gestern gegen 21.12 Uhr im direkten Vergleich mit Pro7. Da ist die Zahl der alleinerziehenden Mütter mit bis zu 2 Kindern und einem Einkommen von 2.800 Euro brutto, ein Teil davon, Klammer auf, Nagelstudio-Besitzerinnen mit noch geringer, so, ist doch um mehr als 12%, und das ist auffällig, eingebrochen. Und wir haben da mal reingeschaut und da war bei Pro7, hat da einer die Hose runtergelassen. Das Entschuldigung. Und sollten wir da nicht mal gezielt drauf achten, dass wir genau um diese Zeit, diese Zielgruppe besser... So, und wie verändern Sie dann Ihre Dienstleistung? Ja, sehr... Andere Krawatte. Sehr, indem ich im Podcast die Hosen runterlasse. Okay. Ja. So, also das ist absolut absurd. Das geht aber mittlerweile. Die haben so Sachen, die haben 8 Bildschirme nebeneinander und können sekundengenau gucken, da hat es eine kleine Abweichung bei nach unten gegeben und jetzt gucke ich mal an, was haben die anderen gemacht? Und da ist es bei Vox nach oben gegangen. Was können wir bei... Die Zuschauersitze, die haben ganz andere Farben als bei uns. Da sollten wir uns mal Gedanken drüber machen. Ja. So in die Richtung geht es dann oder finden. Ging es dann manchmal. Ja. Aber das ist absurd. Haben Sie auch schon gehört, das ist dummes Zeug. Haben Sie schon gehört, dass das Studio zu dunkel ist und so und dass man die Lichter nochmal ein bisschen... Der Tisch ist den Leuten zu eckig. Ja, irgend sowas kommt und da sind natürlich auch zum Teil dann Redakteure, die dann
mehr oder weniger hilfreiche Hinweise haben, in welche Richtung es vielleicht gehen sollte. Im Zweifelsfalle auch immer die, wo man noch ein bisschen mehr Geld einsparen kann gleichzeitig. Das wäre ja auch das so. Ist ja praktisch, aber die Zeiten sind, da kann ich mich echt über die Gegenwart nicht beschweren. Da habe ich irgendwann mal gesagt, Leute, das müssen wir jetzt mal nach 10 Jahren müssen wir damit mal aufhören, nach 15, nach 20, jetzt nach knapp 25. Also das ist Quatsch, wenn der Trend. Und ansonsten gilt, weil dann immer die Frage kommt, wie lange machen Sie es denn noch? Das ist wirklich so, als wenn man auch körperlich die Hinfälligkeit einem schon ins Gesicht geschrieben ist, aber gut. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, genau. Ja. Also es ist relativ einfach. Es gibt 4 Säulen dieser, speziell dieser Sendung und wenn eine dieser Säulen wegbricht, dann ist die Sendung erledigt und vorbei. Oh, jetzt bin ich richtig gespannt. Ja, die erste Säule ist, ob das, und deswegen interessieren mich auch noch die Quoten, ob das Publikum das noch möchte. Ja. Wenn ich also merke, das will keiner mehr sehen, sehe ich nicht mehr die Berechtigung, dass man das macht. Das nächste ist, die sogenannte werbetreibende Industrie muss noch ein Interesse an der Sendung haben. Das heißt, wenn kein Mensch sich mehr interessiert, in der Sendung Spots zu schalten, dann ist die Sendung auch erledigt, weil, das ist die dritte Säule, der Sender sagt, Herr Jauch, wir hätten dann andere, wir hätten ein Podcast-Projekt für Sie. Möchten Sie, werde das vielleicht, und wäre es doch auch für Sie mal. Das sogenannte was Wegloben. Anderes, Wegloben, ja, genau. Ja. Das ist die dritte und die vierte Säule in aller Demut bin ich selber, wenn ich sage, Leute, ich bringe jetzt alle Fragen schon selber durcheinander, von den Antworten wollen wir gar nicht erst reden. oder auch vielleicht dann irgendwann mal müde werde, dann hat sich es auch erledigt. Das haben wir uns auch gefragt. Sie machen das ja seit 1999. Wer wird Millionär, wenn ich da richtig informiert bin. Und wie halten Sie sich motiviert? Also das ist ja dann wirklich, man hat ja jede Frage gehört, gefühlt jede Art von Charakteren vor sich sitzen gehabt. Sie stellen wieder die 500-Euro-Frage. Was motiviert Sie da? Oder gibt es irgendwas, was Sie da antreibt, was Sie noch erreichen wollen? Die ersten 2 Thesen sind schon mal falsch, die Sie formuliert haben. Denn es ist natürlich noch nicht jede Frage gestellt worden, sonst würden wir so die Fragen inzwischen wiederholen. So, also es müssen immer neue Fragen gestellt werden. Schlimmer noch, es muss die ganze Zeit beobachtet werden, sowohl rückwirkend als auch gegenwärtig, welche Fragen irgendwo anders gestellt werden. Der größte Killer ist ja, Herr Jauch, die 64.000 Euro Frage, die kann ich leicht beantworten, denn genau das wurde letzte Woche bei Sat.1 gefragt. Scheiße, Schmidt, das haben wir noch nie bedacht bei Jokos Sendung, bei unserem Quiz da. Nicht lustig. Nee, denkt immer, die Fragen sind neu, dabei sind die nur von den anderen abgeschrieben. Ja, wahrscheinlich schon. Eben. Ja. So, also das ist das Erste. Man muss sich, die Fragen müssen sich zum Glück andere immer neu einfallen lassen. Und die zweite These war, es kämen immer diese, also die Menschen seien ja immer, aber ehrlich gesagt, wenn irgendwas, ich meine, ihr fragt ja auch alle, in 200 Sendungen sind ja auch Menschen oder saßen hier Aliens zwischendrin mal, oder? Nee, wir haben auch schon mal einen Witz zweimal gemacht, können wir ganz klar zugeben. Gut, ja, das mache ich auch. Mehrfach abgefilmt und dann. Ich erzähle auch, ich erzähle Geschichten öfter bei Wer wird Millionär, weil ich ja weiß, dass oft genug Geschichten von mir rausgeschnitten werden. Da ich mir aber die fertige Sendung Sie die wieder an, nie anschaue, weiß ich nicht, ist es rausgeschnitten worden und sage, ich weiß, dass ich die Geschichte zum dritten Mal erzählt habe, aber guckt ihr bitte nach. Oh, das wäre so schön, wenn man das in so einer langjährigen Beziehung, weißt du, so, auch wenn man so lange schon befreundet ist, man weiß, jetzt erzählt er wieder hier mit seinem Dings, wenn man das so selber so aus dem privaten Bereich wieder rausschneiden könnte, dass man so genau weiß, da passt so praktisch so eine unsichtbare Macht, passt auf, erzählt er wieder die Geschichte aus der Sauna, das haben wir schon 10-mal gehört, und dann schneidet ihr das einfach raus und dann bleibt die Beziehung frisch. Was mich aber auch die Antwort ist noch nicht befriedigend, Herr Jauch. Sie haben nicht so richtig geantwortet, was Sie jetzt motiviert. Also, meine Schwiegermutter hat mal... Sie stehen ja nicht morgens auf und sagen, jetzt hab ich mal Bock auf ein paar richtig neue Fragen. Nein, aber meine Schwiegermutter, Gott habe sie selig, hat mal gesagt, die hat mal 1-2 Sendungen von mir gesehen, meine Güte, bei dir läuft ja wirklich Gottes großer Zoo auf. Und es ist tatsächlich auch, es ist ja... Und Sie meinen nicht das Prominenten-Spezial? Nee, da sind eher gleichartige Lebewesen. Die kommen alle aus demselben Gehege. Ja, genau. Da kann ich mal gesondert was dazu sagen. Aber gut, jedenfalls ist es so, ich finde es immer noch interessant, was da an Leuten kommt. Natürlich ist nicht jede Frage gleich interessant, aber wie die dann entsprechend reagieren, in welche Sackgasse die laufen, welche Bretter die vom Kopf haben oder so. Und speziell diese ersten 5 Fragen sind echt lustig und durchdacht und gut überlegt. Und deswegen macht mir die Sendung
tatsächlich immer noch Spaß, muss ich zugeben. Jakob und ich, wir haben uns mal drüber unterhalten, ob es vielleicht irgendeine Auswirkung hat, wenn man als Kandidat top vorbereitet kommt mit einer super Anekdote. Ja, weil man so 17 kultig gute ist. Gags. Genau. Und man ist so kultig und die Quasselstrippe, aber genau im richtigen, in der richtigen Temperatur, dass man nicht irgendwie nervt. Und hat das eine Auswirkung, weil es ist ja trotzdem, es ist ein Quiz, aber es ist ja auch eine Show. Und ein guter Kandidat, wir haben jetzt Aaron Troschke, hat jeder noch so im Kopf. Oder so. Wollten Sie das Ganze ersetzen durch blond und gut aussehen? Nein, das geht durch. Wir hatten wirklich eher gedacht, praktisch, dass man einfach sehr gute Anekdoten mit im Rucksack hat. Und da macht man sowas so, aber Herr Jauch, Sie wissen doch, und ich war hier. Und dass man praktisch so ein bisschen, also wenn man es jetzt so ganz... wenn das so gut läuft, Aaron Troschke ist ja ein gutes Beispiel. Ja. So, der hat da vorher da Brezeln verkauft, am Kotti, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass der sich groß was zurechtgelegt hat, sondern der hat diesen einen Moment, der aber, glaube ich, über drei Sendungen fast, habe ich den ja irgendwie durchgezogen, weil der ja eine Schote nach der nächsten erzählt hat. Der war lustig. Ich weiß gar nicht, ob er, das hat er vorher meiner Ansicht nach nicht geplant. Ja. Sondern der wollte irgendwie, super, wenn ich da zu meinen 1800 oder 2000 Euro, die ich da in meinem Back-and-Dings-Shop verdiene, vielleicht nochmal 4000 oder 8000 steuerfrei dazu kriege. Also das, ich glaube nicht, dass der das geplant hat, aber der war eben, und das merkt man natürlich in so einer Sendung, wenn jemand freiwillig oder auch eben unfreiwillig zum Knaller wird. Aber da gibt es natürlich so viele Tüten bis hin zu einer, weiß ich nicht, bis zu einer Dame des horizontalen Gewerbes, wo man mir als Letzten erklären musste, dass die tatsächlich daraus stammte, weil ich es wieder nicht gemerkt hatte. das sind natürlich dann lustige oder besondere Momente. Da gehe ich dann raus nach der, weiß ich nicht, 1653. Sendung und sage, ja, aber so einen hatten wir auch noch nie da. Und merken Sie auch, wenn Leute extra lustig sein. Ja, das sind natürlich die Schlimmsten. Ja. Ich frage mich halt, weil jeder Dienstleister, jeder Friseur, jeder kennt so irgendwann seine Kundschaft. Ja. Und man weiß so schon, man hat schon so einen Blick für so die Leute. Und dadurch, dass sie das jetzt so lange schon machen, sind sie ja auch so eine Art Dienstleister. Sie haben da so ein Geschäft, da kommen Leute rein, wissen sie nicht, wenn er macht Ding-Dong und dann steht er da. Und dann denkt man vielleicht noch so, wenn man den so sieht oder sie, denkt man, ach ja, könnte nett sein. Und dann setzen sie sich da auf den Stuhl, sagen drei Worte und sie wissen, den habe ich jetzt eine Stunde an der Backe. Jein. Also erstens will ich nicht ausschließen, dass wenn ich merke, dass irgendjemand für die Sendung nicht so unbedingt geeignet ist, dass es auch etwas schneller geht als eine Stunde, was vielleicht auch ein bisschen mit mir, ja, ich bin hart, aber ungerecht in der Sendung. Das ist einfach so. Anders geht's auch nicht. Dann mobben Sie den raus. Na, es gibt ja, die Deutschen sind ja Gerechtigkeitsfanatiker. Ja. Dann kommt immer, Sie haben die Dame, der haben Sie nicht die Gelegenheit gegeben, Ihre Antwort nochmal groß zu korrigieren. Ja, weil die genervt hat. Eingeloggt, haben sie gesagt, tschüss. Ja, aber wenn ich jedes Mal, wenn eine falsche Antwort gibt, sage, an ihrer Stelle würde ich mir diese Antwort nochmal gut überlegen. Und dann jeder Dödel weiß, aha, das ist die falsche Antwort. Und wenn das berechenbar ist und wenn das eingefordert wird, das heißt, Grundregel Nummer 1, wenn ein Kandidat die falsche Antwort gibt, bitte machen Sie ihn wenigstens einmal darauf aufmerksam. Ja, dann können wir die Sendung vergessen, denn dann können wir sie betreutes Gewinnen nennen. Aber ich mich manchmal auch frage, ist, ich kenne das von in Oldenburg, ich komme aus Oldenburg und da gibt es ein Staatstheater und da gab es einige Schauspieler, die waren also schon sehr lange da an diesem Theater und die galten oder sind dann auch tatsächlich in ihrer Funktion unkündbar. Die sind unkündbar. Ja. Und das bin ich nicht. Nee, ja, technisch vielleicht nicht, aber in gewisser Weise auch schon. Und die Zeiten werden nicht rosiger im linearen Fernsehen und Stars, die kommen nicht mit der Post. Die muss man sich auch schon aufbauen über Jahre und so viel Zeit haben wir dann auch nicht mehr in diesem Medium. Das heißt, irgendwo gibt es auch eine Unkündbarkeit in ihrer Welt so. Zumindest eine gefühlte. Ich habe das immer nur festgestellt bei diesen Schauspielern, die dann ein bisschen älter schon waren, dass die dann sich auch irgendwann natürlich benommen haben wie eine offene Hose da. Ne? Weil die genau wussten, ich kann hier machen, was ich wollte. Die haben die Texte nicht mehr gelernt. Die haben dann ins Publikum reingeschaut und haben gesagt, ich weiß den Text nicht mehr. So, und haben dann weitergehen. Die Leute haben die geliebt, weil die schon 30 Jahre kennen. Und ich frage mich, wie weit man gehen kann. Juckt es die nicht manchmal in den Fingern, dass man so einfach mal so macht, was man will? Also wie weit könnten sie gehen? Wie schrullig könnten sie werden, bevor die mal irgendwann sagen, Herr Jauch, jetzt müssen wir mal langsam so, wo würde das anfangen? Also zum so? Teil ist es ja schrullig. Also ist ja zum Beispiel schrullig, wenn ich das tatsächlich schaffe, wenn ich es nachrechne, mich mit einem Menschen, weiß ich nicht, über eine Viertelstunde an einer Frage abzuarbeiten. Wo
ich muss natürlich schon den Eindruck haben, dass das einigermaßen lustig und originell ist und die Leute nicht einfach nur langweilt. Das ist übrigens tatsächlich der Vorteil der Aufzeichnung. Ich möchte ja immer eigentlich am liebsten Live-Sendungen machen, aber das ist dann wirklich der Vorteil, wenn einer bei jeder Frage sagt, oh, da muss ich erstmal, ach Herr Jauch, können Sie mir nicht irgendwie helfen und ich möchte doch die Hälfte der Summe dem Tierschutzverein spenden. Langweilig. Und wenn man denkt, das kann man ja tatsächlich rausnehmen. Ansonsten, weil ich oft gefragt werde, ist denn die Sendung live? Ah, sie ist nicht live. Warum ist sie denn nicht live? Kaum einer kann beantworten, warum sie gar nicht live sein kann. Wissen es die Profis hier, ich höre. Warum kann die nicht live sein? Was, warum die nicht live sein kann? Weil die Werbepausen wahrscheinlich... Nein. Ja, weil das halt, wenn man auch mal ein bisschen Gelaber rausschneiden muss, sagen. Nee. Also es ist tatsächlich, und alle sagen, ach so, weil sie ja, ihre Geschichten fünfmal erzählen. Nein, damit ich die dreimal erzählen kann. Aber sie nicht, weil sie jetzt noch ein Lektorat nochmal nach der Sendung machen, so rechtliche Prüfung oder sowas. Nein, ja genau, die KI, die Moderation nochmal korrigiert. Nee, erhellen sie uns. Der Telefonjoker. Da kriegt jemand eine Frage. Ah, natürlich, ja. So, da kriegt einer eine Frage gestellt. Der hat ja schon gegoogelt längst. Ja, so. Ja, logisch. Hätte er ja schon so. Das heißt, der Telefonjoker muss zu Hause überrascht werden. Ach, ja, logisch. Keine Ahnung haben, weil es ja eben eine Aufzeichnung ist, weil er nicht vorher live hat im Fernsehen mitgucken können und deswegen tatsächlich nur diese 30 Sekunden Zeit hat. Das ist der einzige Grund. Gibt es denn aber trotzdem noch jemand im Sender, jetzt mal nicht nur so Zuschauer und Zuschauerinnen, sondern auch so im Sender, gibt es da noch Leute, die ihnen da noch so, die haben da wahrscheinlich die Generation an Chefs da kommen und gehen sehen und gesagt, ist mir eigentlich egal, wer unter mir RTL-Chef ist, das kann ruhig irgendjemand machen. Gibt es da jemanden, der ihnen dann auch nochmal so sagen würde, wenn sie so auf dem Holzweg sind? Also jetzt Beispiel, wenn sie jetzt sagen würde, ab morgen habe ich so mir in den Kopf gesetzt, komme ich nur noch in der kurzen Hose. Das fände RTL super. Kennst du, würde da noch jemand kommen und sagen, mit der kurzen Hose, oder mit dem Ohrring oder so, wo man sagt, gibt es da noch einen, der sagt, ich weiß nicht, ob das so zu ihnen passt. Wollten sie schon mal ein Ohrring machen? Ja, wenn ich eine zweite Karriere als, sagen wir, als Burlesque-Tänzer jetzt beginnen würde. Die fänden es super, wenn ich das so moderieren würde. Der Rest meines Lebens. Ja, das fände ich auch ein gutes Special, Mann. Man hat ja auch viel schon durch. Gab's alles schon. Ja? Das gab's schon und da habe ich tatsächlich dann irgendwann mal einen Spruch. Ich gehe nicht in das Campari-Glas. So. Möge es noch so groß sein. Dass dauernd daran gedreht wurde. Also, dass wenn einer im Winter mit kurzen Latexhosen da reinkam, dass der dann ganz schnell in der Sendung drin war, fand ich irgendwann nicht mehr so lustig ich verstehe schon, dass man sich dann so ganz besonders anzieht, damit man dann auffällt und so wie früher bei wo war das denn hier bei Jörg Dreger und so, da saßen die irgendwann im Nilpferd-Kostüm damit sie dann irgendwie auffallen. Ist das eine. Aber eine gewisse, ein Zauber, sag mal, ihrer ganzen Karriere und auch so ein bisschen der Zugewandtheit der Leute für sie ist ja auch ihre, ich sag mal, immer diese Normalität, die sie leben, die sie haben und weswegen sie gewisse Gespräche führen können mit den Menschen, die ja nun mal eigentlich eine ganz andere Lebensrealität haben als sie. Ist jetzt so die Behauptung, weil, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Karriere oder dass man im Fernsehen arbeitet, sondern es ist ja schon so, wenn man eine gewisse Prominenz hat, dass man, wenn man einen Raum betritt oder nur eine Bäckerei oder ein Zugabteil oder egal was, man verändert ja die Stimmung da drin. Sie verändern ja die Stimmung da drin. Sie ganz besonders, weil sie wahrscheinlich einer der prominentesten Deutschen sind überhaupt. Das heißt, die Menschen verhalten sich eigentlich dann immer etwas anders, als sie das machen würden, wenn sie nicht im Raum wären. Sie haben also immer so ein bisschen die Aufgabe, die Leute erstmal wieder zu normalisieren, bevor man so eine richtige Situation anfangen kann. Gibt es da einen Trick, wie sie es schaffen, dass die Menschen nicht alle so starstruck vor ihnen stehen und eigentlich nur mit dem Herrn Jauch auf dem Fernsehen reden? Wenn man das überhaupt will, das ist die Frage, weil um einfach Kontakt zu halten zur echten Welt, weil sie ja immer, egal wo sie sind, machen sie die Welt um sich herum ja ein bisschen unechter, weil alle auf einmal so anfangen so rumzuhampeln. Also muss man zwei Räume unterscheiden. Der eine Raum in der Sendung, da kann ich es den Leuten nicht ersparen, Scheinwerferlicht, Kamera, Beifall, mir gegenüber sitzen, Stresssituation, zack, diese Auswahlfrage, dann ist man da drin, dumm und dann geht es los, dass bei denen der Puls auf, weiß ich nicht, 180 ist. Dann muss ich zusehen und da beantworte ich nochmal die Frage, die vor 2 Stunden hier gestellt wurde, mit dem, wie man mit den Leuten umgeht. Das eine sind natürlich die schon arrogant daherkommen und man weiß ganz genau, die sind so. Oft ist es aber so, ich habe innerhalb der ersten Minute einen Eindruck und dann stecke ich die Leute auch in diese Schublade. Aber ich sehe immer zu,
dass sie, und das sind dann oft die interessantesten Sendungen, mhm. aus der Schublade wieder raus können. Mhm. Da kommt manchmal, was weiß ich, der gelackte, mit nach hinten gegielten Haaren ausgestattete Banker, der behauptet, er wisse alles über die Börse, und dann frage ich den 3 DAX-Kurse aktuelle, und ich merke, er hat überhaupt gar keine Ahnung. Buff. Das heißt, dann da fällt der wollte in einer anderen Schublade sich präsentieren und landet da aber im Souterrain. Mit der ganzen. Und so gibt es welche, na, die kommen wirklich daher, und wo man dann denkt, ja, was hat die oder was hat er zu verkaufen, und entpuppen sich auf einmal als Leute, was ich sag mal ein Beispiel, da war vor kurzem eine Volontärin, die im Literaturmuseum Marbach. Literaturarchiv in Marbach, wo die Totenmaske von Schiller ist und wo also irgendwie alles, wo man gucken muss, dass das Papier nicht verwest, mhm. und wo man denkt, also dann hat die... Muss man auch aufpassen, dass die Anekdoten da nicht verwesen. Dann, ja, ne? Ja, aber ja. Da hat die in der Zeit, hat die so interessant über mhm. ihren Job und was da die Probleme sind und was da verwest und wer da drüber verwest und ja. wie viel das dann auch kostet, ja. und hin und her erzählt, dass wirklich die Leute fasziniert waren. Auch die das Wort Literatur, was ist das eigentlich, mhm. Vorher vielleicht noch nie gehört hatten. Und das ist zum Beispiel so eine Schublade, das weiß man vorher nicht. Und dann springen die eben aus der Museumsschublade in Anführungsstrichen eben raus und machen da einen Krimi draus. Und sowas ist toll. Man muss den Leuten natürlich die Gelegenheit geben, auch wieder aus der Schublade, also man kann ja die Schublade immer zuhalten, um auch das ewige Klischee aufrecht zu erhalten. Das ist aber blöd. Ich meine, eine Finanzbeamtin, die da ist, die auf einmal zur Unterhaltungskünstlerin wird, was vorher nicht abzusehen war, ist natürlich 10-mal interessant. Oder einer, der, was weiß ich, ein riesen Unterhaltungskünstler sein will und da schon auftritt und sich als ewiger Langweiler entpuppt. Mhm. Das sind im Grunde die Dinge, die da interessant sind. Und der zweite Raum, um das noch zu vervollständigen. Der zweite Raum ist außerhalb der Sendung. Sie gehen hier in den Baumarkt und sie brauchen eine Zange. Und dann ist da riesen was los. Aber ne? Es ist eigentlich nicht. Das glaube ich Koketterie, weil wenn sie, ich meine, sie kennt ja wirklich jeder. Das muss man einfach so sagen. Es ist eine objektivierbare Tatsache. Ich, ne? Ich glaube, man gewöhnt sich daran, dass auf einmal Deutschland sich für sie natürlich in einem ganz anderen Licht präsentiert. Wenn irgendeiner sagt, ja, die sind alle immer so unfreundlich, dann sagen wir, hä, warum? Sind doch alle immer super nett. Weil die natürlich eine persönliche Beziehung zu ihnen haben. Einseitig, aber sie sind ja nicht irgendwie ein unbekannter Mensch, sondern sie sind da jemand, sie haben ja mehr oder weniger für viele Leute schon mal was getan. Auf der anderen Seite, wenn im Baumarkt, verstecken sich ja oft die Mitarbeiter hinter dem Regal. Ja, normalerweise. So. Und ja, aber die, also es ist nicht so, dass dann 3 da sind und mir bei der Kombizange. Das glaube ich, also wenn ich frage, wo ist hier die Zange, dann sage ich, weiß ich, Uni. Ja. Ich bin bei die Farm. Ja, ich so. Bin. Und bei Ihnen sage ich, ja, Moment ich mal, ja. Der Baumarktdirektor kommt hier. Gleich. Ja. Der Baumarktdirektor kommt gleich. Ja. Hier vorne sind die Zange. Also wir sind ja Leidtragende, wir kriegen das jetzt auch seit 10 Jahren mit, wie Klaas durch die Welt gehen kann manchmal. Das ist herrlich. Und das ist wirklich so ein komplett Unterschied. So Käseglocke. Ja, das ist aber noch viel besser bei Herrn Jauch. Bei mir kommt übrigens noch die dazu. Die mögen ja noch alle. Stichwort Auszubildende im Baumarkt. Und ist wirklich, da sind 20-Jährige, die haben mich noch nie in ihrem Leben irgendwie wahrgenommen. Und dann kommen manchmal die 40-Jährigen, die oder 50-Jährigen, die dahinter stehen, sagen, weißt du eigentlich, wen du hier gerade in den Hintern getreten hast? Und dann sage ich, ja, ist schon okay. Dann steht so, hat dann gar nichts verstanden. Das finde ich dann übrigens immer ganz lustig. Die Leute werden übrigens mehr, vor allen Dingen die Jüngeren, die kennen einen gar nicht mehr. Ist das denn schön? Also, dass sie so das Gefühl haben, sie leben sich da in eine ja, muss man ja sagen, jetzt nach so langer Leben Zeit, rein, also wieder zurück ans Ende der Schlange sozusagen. Benjamin Button im Fernsehen. Ja, jetzt heißt es wieder hinten anstellen, Herr Jauch, weil keiner weiß mehr, wer sie eigentlich sind. Nein, also ich meine, so rasend sind die Vorteile. Es gibt bei uns in der Familie, gibt's eine Sache, die fand ich wirklich sehr lustig. Meine Frau ging in eine Bäckerei rein, wo man also auch einen Kaffee bekommen kann und wollte so einen Kaffee to go und wollte damit raus. Und es war irgendwie 3:50 und um 4 Uhr machte der Laden irgendwie so zu und ging sie da rein und könnte den Kaffee. Nee, das ist hier, wir sind schon. Nee, wirklich so. Ja, einen Kaffee nur, ich nehme ihn auch gleich mit. Und so, nee, ich habe auch schon Kasse gemacht und es geht überhaupt nicht. Und die Antwort bekam sie und ich stieg
dann erst aus dem Auto aus, hatte es also nicht mitbekommen und stand dann mit meiner Frau und hör, Herr Jauch, hallo, wollen Sie einen Kaffee? Oh Mann. Also, und das war für meine Frau, das hat sie sehr emotionalisiert. Sie haben, ich habe das nicht vergessen, Sie sind ja eigentlich reingestartet in den Podcast und waren kurz davor, ein Geheimnis, so wie Sie es selber formuliert haben, zu verraten, was Sie noch nirgendwo verraten haben. Und das können wir ja gar nicht dulden, dass Sie das jetzt nicht tun. Also Sie haben so gesagt, ja, ich verrate jetzt mal was. Und dann sind wir so vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen und sind dann wieder weg. Jetzt wissen Sie gar nicht mehr, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da Geheimnis war. Bleibt ein Geheimnis. Also die Leute beißen jetzt in den Tisch zu Hause. Ja, auch wenn Ihnen noch was super Geheimnis einfällt. Wenn Ihnen was super Geheimnis einfällt, was man besser nicht erzählt, raus damit. Okay. Ja. Es gibt etwas, da musste ich, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, Sie kommen, hat sich mein Geist an dieser Frage festgebissen. Und sie ist relativ trivial eigentlich. Und zwar habe ich mir so vorgestellt, Sie wohnen ja in Potsdam bekannterweise und Sie haben ja auch ein mondänes Haus. Und in so einem Haus, da fällt immer mal so Arbeiten an, die man so machen muss, auch handwerklicher Natur. Und ich habe mich gefragt, ob Sie jemand sind, der das dann so selber macht. Nein. Das ist der erste Teil der Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt gedacht. Deswegen gut, dass wir weil ich nicht kann. Aber ich konnte schon mein Moped selber nicht reparieren. Das heißt also, und jetzt kommt Folgendes. Die haben viel Kontakt zu Handwerkern und HandwerkerInnen. Wenn bei mir Handwerker zu Hause sind, dann gehen die erstmal ganz lange, also die scheißen dann erstmal. Das ist so ein Ding, was wirklich jeder, der eine Mietwohnung hat, einfach erlebt. Es ist so. Das ist so. Und ich wollte Sie fragen, ob Ihnen das auch passiert oder ob Handwerker, wenn sie zu Ihnen kommen und sagen, so, was muss ich hier den Heizkörper... in der Hose lassen oder nein, was, aber oder ob die sich dann nicht trauen, bei Ihnen praktisch Kacker zu machen. Entschuldigung, aber das ist... Sagen wir das, wie das ist. Ne? Also die gehen bei Ihnen auch rein, so, ich habe die Bulette jetzt hier essen und jetzt erstmal und dann, wo ist der Heizkörper? Na, also ehrlich gesagt, wenn einer so ein Mensch, das kann man ja schlecht einhalten. Also wirklich. Ja. Also die gehen bei mir... Ich würde mich nicht trauen bei Ihnen. Ja, würde ich mich nicht trauen bei Ihnen zu Hause. Und dann passiert es im Nein, würde ich nicht machen, nein. Wegen der goldenen Armaturen. Aber es wäre irgendwie, würde ich sagen, ich kann ja nicht beim Herrn Jauch da aus Klo... Nee, das würde nicht gehen. Das würde nicht gehen. Ich fand es schon komisch in der Suite vom Gottschalk da im Bayerischen Hof. Das war auch komisch. War alles nur in meinem Kopf. Ja. Trotzdem fand ich es komisch. Da. Da ist ja diese Lagerfeld-Ding, was er, wo er selber über dem Bett hängt. Genau, ja. Ja, da habe ich mal geschlafen. Güldenen Bild da. Ja. Ach so. Ja, aber so. Wie viele Bilder schätzen Sie von mir hängen in meinem Haus? Ja, das wissen wir ja nicht, weil das ist ja auch, ist ja auch vollkommen legitim, ne, dass Sie das natürlich total beschützen, was ich sehr nachvollziehen kann. Ich habe mein ganzes Leben mit Handwerkern das zu tun. Das denke ich mir, So, Handwerker ist eine der von mir bewundertsten Berufe, weil die Sachen einfach können und man steckt entweder in der Scheiße drin, im wahrsten Sinne des Wortes, oder die Heizung geht nicht oder sonst irgendwas, und die holen einen wirklich aus diesen menschlichen Unzuträglichkeiten raus. Das finde ich großartig, und was die können und im besten Fall finde ich super. Gleichzeitig habe ich alles an Handwerker-Ärger, was man sich vorstellen kann und was ja jeder einem erzählt, erlebt, und war natürlich davon auch entsprechend genervt. Ansonsten, ich empfehle jedem 15-Jährigen heute Installateur zu werden oder Heizungsmonteur. Ich habe mal jetzt von einem Branchentreffen gehört, wo die höchste Bentley-Dichte unter Handwerker wohl festgestellt wurde. Ja. Aber Gaswasser Bentley. Da hätten wir schon mal den Folgentitel. Aber wenn, Sie haben jetzt gerade gesagt, also Sie sind handwerklich nicht begabt. Ich glaube, das trifft uns drei auch zu, haben wir auch hier schon zur Genüge besprochen. Haben Sie manchmal dann, dass Sie in so Sinnfragen kommen? Also weil ich in Sinnfragen. Wenn wir jetzt eine Zombie-Apokalypse hätten, dann würde man uns vier wahrscheinlich jetzt nicht als erstes brauchen können, ne? Also gibt es Phasen im Leben, wo Sie sagen, meine Güte. Ach so, Prepper-mäßig? Nee, irgendwie. Ich meine eher so. Was man so kann. So. Wenn man zurückgeworfen ist auf das, was man kann. In der Corona-Zeit gab es den Begriff der Systemrelevanz. Genau. Also da hat man eingeordnet. Ja. Und da wären wir halt wahrscheinlich ganz, ganz weit unten. Die Letzten, die in den Bunker dürfen. Ja, so. Medien galten tatsächlich als systemrelevant, weil wir ja alle zu Hause gesessen haben. Aber doch haben wir doch nicht. Sie haben in Ihrem Müllzimmer da diese Corona-Sendung da gemacht. Das habe ich wohl gesehen. Im Hintergrund der kaputte Wäscheständer. Ja.
Ja, die Sendung war auch, ich war an der Absetzung der Sendung nach einer Folge maßgeblich beteiligt. Ich fand's aber sehr menschlich und sehr sympathisch, dass sie das wirklich in dem, ich sag jetzt mal, rumpeligsten Raum des Hauses, haben sie sich da hingesetzt und im Hintergrund stand so Zeug rum. Und da müssen wir nochmal einen Screenshot verdrängt. Da war im Hintergrund so richtig so Gedöns, wo man denkt, wo soll das hin? Ne? Warum habe ich, da gab es diese Blur-Funktion noch nicht. Ja, genau, oder? Das Weichzeichen des Hintergrunds. So. Nee, das fand ich aber sympathisch, weil ich dann so dachte, guck mal, der Jauch hat sich jetzt darauf eingelassen, diese Sendung zu machen. Jetzt ist er durchs Haus gelaufen und hat gesagt, wo mache ich das? Ja. Und da gibt es den einen Raum, wo sowieso keiner hingeht, wo man immer sagt, was wir gar nicht wissen, wohin damit, das stellen wir da rein, wenn es noch nicht in der Garage ist. Also es ist schlimmer, da wo man es eigentlich machen würde, hat der Anfänger im Hintergrund 20 Aktenordner, wo dann draufsteht, was dann da irgendwie, und alle lesen nur am Ende man will dann irgendwas, dann nimmt man lieber die Rumpelkammer. Ja. Und aber ich werde mich da besser. Aber Herr Jauch, wir stellen uns hier öfter, ich glaube, die Frage, die wir uns in diesem Podcast am meisten stellen, ist, wie wir damit klarkommen, dass jeder von uns das Gefühl hat, es klopft an einem Morgen jemand bei uns an der Tür und der hat so ein Klemmbrett in der Hand und der sagt, Herr Schmidt oder Herr Lund, Herr Häufer Umlauf, wir haben festgestellt, dass Sie ja gar nichts können. Mhm. Dass Sie eigentlich nichts Vernünftiges gelernt haben, dass Sie irgendwie sich durchmogeln seit 15 Jahren. Das hat jetzt ein Ende, kommen Sie bitte mit, jetzt wird was Richtiges gearbeitet. Haben Sie das Gefühl auch jemals gehabt oder immer noch, dass man so denkt, man ist eigentlich so ein Schlawiner. Man hat sich da so durchgewurschtelt, die Leute halten einen vielleicht für den intelligentesten Mann Deutschlands, weil man die Quizfragen stellt oder was auch immer. Ja, das ist natürlich, also das fragt man sich noch nicht mal jeden Tag, sondern das weiß ich jeden Tag. Ich war eine Zeit lang galt ich mal als der intelligenteste Deutsche überhaupt und auf die Frage, haben die Nobelpreisträger dumm geguckt, ne? Was das mit einem macht, habe ich dann gesagt, ich messe dem keine überragende Bedeutung bei, weil Gerhard Schröder auf Platz 2 gelandet ist. Ja. Also insofern, das weiß ich schon längst. Aber diese Frage mit dem Klemmbrett, das ist natürlich nicht schlecht. Was haben Sie geleistet? Ich stelle mir die Frage deshalb auch öfter, weil es ja nur wenige Berufe gibt, die mit einer 99-prozentigen oder sogar 100-prozentigen Rendite verbunden sind. Also wo man, also ich sag mal, ein Handwerker, der muss ja die Kombizange im Baumarkt kaufen und der hat einen Lieferwagen, mit dem er kommen muss und der kostet Benzin und hin und her. Und es gibt nur relativ wenige Jobs, wo man im Grunde überhaupt nichts einsetzen muss und das ganze Geld, was man bekommt, nur mit dem Finanzamt teilen muss. Ich muss ja zugeben, wenn ich irgendwo hinreise für eine Sendung, bekomme ich die Reisekosten bezahlt. Dann wohne ich da in irgendeinem Hotel. Im Savoy. Das bekomme ich. Nein, never. Never. Da sehe ich sie irgendwie auch nicht. Never, ever. Ohne Savoy in die, muss man dazu sagen, ohne das in die Details ist, das zu ist, gehen. Nee, das muss man vielleicht kurz eine erklären, Nacht als, in meinem ganzen Leben, glaube ich. Als Fußnote muss man kurz sagen, Savoy Hotel in Köln ist insofern so ein Reizwort für viele Leute, weil die haben irgendwie so Deals mit Fernsehproduktionsfirmen. Das heißt, alle KandidatInnen und alle Leute und jeder, der jemals im Fernsehen war, wird da untergebracht und kann dann da neben der verkalkten Düse da nochmal ein bisschen baden gehen oder so. Eine legendären Bar. Und da gibt es eine Bar und da fallen die Teilnehmer von Genial daneben um wie die Schachfiguren. Und dann, das ist da so das Erlebnis sozusagen. Und da gehen sie nicht hin. Das mögen sie nicht. Nein, nein, Moment. Also, Herr Gottschalk sitzt da gerne. Also das ist ein schönen ordentliches Hotel, direkt neben dem Hauptbahnhof, was natürlich äußerst praktisch ist, aber die Bargeschichte ist tatsächlich das. Man kommt, was weiß ich, nach einer Aufzeichnung um 1:30 nachts nach Hause und Mario Barth, hallo, kick mal da, wer kommt denn da? Kennst du? Ja. So, und dann ist vor 5.30 Uhr ist man aus der Nummer nicht draußen, wenn's gut läuft. Und das ist einfach tödlich. Ja. Das ist so, wie wenn sie, was weiß ich, jeden Tag mindestens so eine Flasche Pommerie aus beruflichen Gründen zu sich nehmen müssen. Also das blöd. Wo waren wir aber vorher stehen? Achso, mit dem Klemmbrett. Genau. So, mit dem, also, und da ist es eben so, dass ich nachgerechnet habe. Ja, und dann, muss ja sogar die Klamotten, die ich anziehe, weil das für mich wirklich vorher schlimm war und immer den Griff zur gelben Krawatte, was alles nicht gepasst hat, wo sie alle Leute aufgeregt haben, habe ich gesagt, irgendwann, das wird bitte jetzt outgesourced. Kinder, hängt mir was raus. Ja, das macht so. Ja. Und das bei Harald Schmidt war das übrigens so. Habe ich mich mal in der Tür geirrt. Und da waren 200 Outfits, waren hintereinander. Und da habe ich schnell die Tür wieder zugemacht. Da habe ich gesagt, ich bin da eben bei dir, bin ich da in der Kleiderkammer gelandet oder was? Ja.
hat er gesagt, ich werde im Grunde wie so ein Kleinkind angezogen, irgendwie, dass die sagen, und es wird mir ausgesucht, ich muss mich darum überhaupt nicht mehr kümmern. Ja. Dann bin ich zur RTL gegangen. Und das war bei Sat 1. Beim armen Sender Sat 1 haben die das für den gemacht. Ja. Dann habe ich zur RTL heute gegangen, auch nicht mehr. Vor 25 Jahren, vor 30 Jahren, und habe gesagt, das möchte ich bitte auch haben. Und seitdem ist es so. Aber deswegen, und dann reise ich irgendwann wieder ab. Also ich habe. Also da keine, bei Excel ich hab auch keine Null jetzt. Und, genau. Und jetzt gibt's, dann kriege ich noch so eine Veggie-Wurst, gibt es dann noch am Set. Gibt es ja auch noch. Köstlich. Die man. Das finde ich unglaublich. Es gibt Green Production. Es muss jeden Tag ein vegetarisches Gericht geben. Okay. Jeden zweiten Tag darf es nur vegetarische Gerichte geben. Ja. Ist das bei Ihnen auch so hier? Ja. Ja, ist auch gut so. Nee, wirklich? Sind wir auch, finde ich auch wirklich gut, ja. Ja, finde ich Weil auch gut. Das hat auch damit was zu tun, dass die, sagen wir mal, die Qualität des Fleisches, die da verkocht wird, die ist auch so, dass man da auch gerne mal drauf verzichten kann. Hier bei Ihnen. Bei den Produktionen. Bei unseren Produktionen. Du redest vom Catering. Ich weiß gar nicht, ob Herr Jauch so an dem üblichen Catering dann steht. Genau, vielleicht haben Sie ein extra Catering mit Scampis und Austern. Nein, aber nein, wir essen Kassler. Oder so Schokokroissants, die noch in so einer Packung einzeln sind. Jedenfalls merke ich daran, dass 100% praktisch da bleiben vom Erlös, dass das seltsam und ungewöhnlich ist. Und man normalerweise, gut, Beamte, die müssen auch, aber die müssen ja wenigstens den Weg zum Büro, müssen die ja auch selber. Aber was wären Sie von Beruf, wenn Ihr eigentlicher Beruf für Sie nicht eingetroffen wäre? Kann ich ziemlich genau sagen. Ich hatte mich interessiert, ich rede das mal so vom Alter von 16 Jahren, hätte mich interessiert, zur Kriminalpolizei zu gehen oder Bankkaufmann zu werden oder Juristerei, Anwalt, hat mich interessiert, weil das einzige Studienfach nach dem Abitur ist, was nichts mit der von mir nicht so heiß geliebten Schule zu tun hatte. Sie haben das auch angefangen, Sie haben studiert? Ja. Wie Jakob Lund, so ein Semester, und aber bis Semester heute denken, dann ist ein Jurist. Kleiner BGB-Schein. Ja. Nicht schlecht. Ich habe das gelesen in Ihrem Lebenslauf, dass Sie dann das Studium geschmissen haben, als Sie beim Radio, als es irgendwie gut losging. Ja, die Schichtdienst hatte. Und da habe ich mich gefragt, wie haben Sie das Ihren Eltern erzählt? Was? Dass Sie jetzt das Studium aufhören. Nein, war das ein Thema? Nein, das war nicht so schlimm. Die Sache war relativ einfach. Ich hatte ein so miserables Abitur. Und dann bewarb ich mich für Jura, dass mein Schnitt noch nicht mal für ein Jurastudium reichte, sondern dass es heißt, Sie sind leider durch einen Numerus Clausus da gefallen und können leider das Studium nicht aufnehmen. Diesen Zettel habe ich triumphierend meinen Eltern gezeigt, weil ich sagte, und deswegen muss ich mich jetzt mal erholen und erstmal schauen etc. Und da gerieten die in Panik. Ja. Das war mir aber egal. Und 14 Tage später war deren Panik vorbei. Ich bekam einen Nachrückplatz. Wir können Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen. So. Und dann bin ich ärgerlich. Aber dann bin ich da halt hingegangen, habe das ein Semester gemacht und in dieser Zeit habe ich die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Journalistenschule. Ja. Denn Journalist war bei mir an eins als Beruf. Und dann kam eben Kriminalpolizist, Dingenskirchen und Jura. Ja. So, und Bank hätte mich noch interessiert. Aber Bankkaufmann wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, so zwischen den 4, 5 Sachen. Und in den Berufen hätten Sie sich auch heute noch gesehen? Also, ja. Hätten Sie sich da nicht gelangweilt? Möglicherweise. Ich glaube, als Anwalt kann man sich tatsächlich Jobs aussuchen. Das ist auch immer. Jedes Mal immer neu. Gewinne ich, verliere ich. Mhm. Das stelle ich mir schon interessant vor. Man muss mit reden, mit argumentieren und so. Aber es ist natürlich auch, wenn ich Schriftsätze lese, auch so, wenn ich selber irgendwas anzettle und dann gucke, wie irgendwelche Nichtigkeiten auf 48 Seiten dann hin und her begründet werden, das ist schon Das ist ja nicht, das ist ja nicht wie bei John Grisham, dass er da sagt, wie schon Platon sagte, sondern so in der Regel sitzt man da ja und muss da irgendwelche Texte, die kein Mensch kapiert, da durchlesen und so weiter, ne? Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die nennt sich die sogenannte Checker-Frage. Wow. Hey, die Checker-Frage. Baywatch Berlin, Checker-Frage, wir checken das für dich. Da können ZuhörerInnen uns Fragen einsenden, die man eben nicht googeln kann. Also keine Fragen, die bei Ihnen im Quiz auch vorkommen können, sondern vornehmlich zwischenmenschliche Fragen, Miseren. Und die wenden sich an uns und suchen Rat.
Also wie in der Süddeutschen gibt es doch eine... Ja, da gibt es diese Gewissensfrage. Ja, Gewissensfrage. Unsere Fragen sind selbstverständlich wesentlich profaner und wir werden, glaube ich, jetzt nicht das ganz große philosophische Rad drehen, aber man könnte es. Nein, das sind nicht so Gewissensfragen, das sind eher Fragen aus dem Sozialverhalten. Da geht es eher darum, was mache ich, wenn ich in eine... Wenn ich als Handwerker gleich am Anfang auf die Toilette muss. Exakt. Ja. Genau da ist es. Das wäre zum Beispiel, wo man in einen sozialen Engpass kommt und sagt, was mache ich denn nun? Wie kriege ich es denn geregelt? Und da mittlerweile fragen die uns einfach nach Rat. Und wir haben so ein paar Fragen mitgebracht. Sie müssen uns helfen. Sie müssen aus dem Vollen ihrer Lebenserfahrung schöpfen und müssen den Leuten raushelfen aus ihrer teilweise, bald schon Soziopathie. Sie gucken skeptisch. Ich stelle mich der Challenge. Ja. Also, ich glaube, das ist eher eine der einfacheren Fragen. Ne? Ich glaube, so, das kann man schnell beantworten. Ja. Ist mein Gefühl. Wann aber gehen vielleicht Sie abends ins Bett oder was? Ja, ja, so ähnlich. Also hier schreibt ein Liquid Petro Skywalker. Ja, ja. Das ist selbstverständlich. Klingt wie ein ganz normales deutscher Vorname. Das ist wahrscheinlich einer von den Ochsenknechten. Hallo, hier ist eine Checker-Technik-Frage. Ich wohne seit 3 Monaten in meiner Wohnung, 9-Parteien-Haus. Nun kam mein Nachbar von oben auf mich zu, ob nicht mein Internet mit ihm teilbar wäre. Der Vermieter tat dies auch. Also der Vormieter, sorry. Begründung hier ist, dass sie lediglich eine Telefonbuchse besitzen, mit der man Internet bekommt wie von 1995. Nach meinen Recherchen hat der Internetanbieter aber 250 Mbit pro Sekunde in Aussicht gestellt. Also es ist theoretisch erreichbar. Ich bin Mieter. Und dieser benannte Nachbar ist Besitzer der Wohnung. Nun meine Frage, würdet ihr euer Internet mit ihnen teilen oder nicht? PS, ich arbeite auch teilweise von zu Hause und mein Arbeitgeber weist deshalb darauf hin, keine Dritte in sein Netz zu lassen. Abgesehen davon würde ich mich in meiner eigenen Wohnung schon längst darum gekümmert haben, um eine vernünftige Internetanbindung. Die Frage ist durchaus verworren formuliert. Das ist genau so geschrieben, Entschuldigung, ja. Ich bin nicht... Genau, aber also haben Sie erstmal das Problem rausfiltern können? Haben Sie verstanden? Genau. Ich habe es rausgestellt, aber ehrlich gesagt, die Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen, hat er selber schon genannt mit dem Arbeitgeber. So hätte ich es wahrscheinlich sogar begründet, selbst wenn mein Arbeitgeber Sie hätten gelogen. Nee, wieso? Hat er doch gesagt. Hat er nicht gelogen. Ja, aber Sie haben gerade gesagt, so hätte ich es wahrscheinlich auch begründet, wenn er es unangenehm, wenn ich zum Beispiel, ich überschaue die Technik nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der wahrscheinlich theoretisch bessere Möglichkeiten hätte, unter Umständen bei mir reinzugucken, als wenn wir uns den Anschluss nicht teilen. So, gleichzeitig wäre ich nicht so ein Sparfex, dass ich sage, da spare ich nochmal 8,50 im Monat, wenn wir uns das finanziell teilen. Deswegen würde ich es versuchen, auf jemand anderen zu schieben, dass ich sage, mein Arbeitgeber möchte das nicht und hat mir das, ich habe den gefragt und er hat mir das untersagt. Und fertig. Wenn, dann habe ich dem nicht wehgetan, dem Arbeitgeber ist es wurscht und ich habe meine Ruhe. Haben Sie Verständnis für den Vermieter, dass er auf das Internet seines Mieters zurückgreifen will? Ja, dass er sagt, so, das ist ja praktisch, der hat jetzt geileres Internet als ich. Aber kann man da nicht irgendwas sowieso dingens drahtlos irgendwo dann, wenn es 20 Euro mehr kostet, dass man... Jetzt bin ich verwirrt. Na, der Mann ist ja nicht irgendwie... Weiß ich nicht, da gibt es ja Bluetooth oder was. Wenn ich so wie Sie dann bin, ne, dann, wenn ich in so einer Situation wenn bin Sie und, mal so weit und dann aber anfangen, so wie Sie zu reden, das heißt eigentlich nur, der Subtext, der da drüber ist, ist nach dem Motto, hier kommt gleich einer, der regelt das Problem, es ist mir scheißegal. Ja, bitte einfach machen. Da gibt's irgendwelche Stecker, irgendwelche Rufen Sie Stöpsel einen Handwerker da. Und der darf bei mir auf die Toilette. Was weiß ich. Das wäre mein Angebot. Ich habe hier auch noch eine, da schreibt einer, hallo Klasse, mir ist im Zug etwas Peinliches passiert, ich muss jetzt euch helfen. Also im Zug fährt von Köln nach Paris, kurz vor der Abfahrt. Ich begegne jemandem in Richtung Toilette und laufe da so hin. Mir kam eine ältere Frau also entgegen, die meinte, es gibt kein Wasser. Ich dachte mir, naja, spätestens wenn wir losfahren, wird das ja wohl gehen. Außerdem muss ich jetzt aufs Klo, also gehe ich trotzdem. Was liegt da in der Schüssel? Ein ausgedrucktes Ticket. Ich dachte halt irgendwie, naja, das hätte irgendwer als Klopapier benutzt. Und dann habe ich mal die Spülung probiert. Ha, ging. Also waren alle Probleme gelöst, dachte ich. Ich kam raus, mir kam die Frau wieder entgegen, sagte, Entschuldigung, haben Sie mein Ticket gesehen? Sie waren ja gerade da. Wie reagiert man richtig? Tja. Jetzt wird also entweder gelogen. Moralisch. Oder man sagt, ich habe Ihr Ticket. Aber spricht ja gegen das gute alte Nein. Dann ist das Thema erledigt. Das ist eine Lüge. Es ist so. Man kann es ja nicht mehr retten, wieder gut machen. Gleichzeitig hat man ja nicht irgendwas Böses gemacht, was man so, sondern
man kann ja sagen, im Vertrauen darauf habe ich ja, aber die Spülung ging auf einmal wieder und es war weg. Oder man kann sagen, man hat es nicht gesehen, es ändert für die Frau ja nichts. Man kann ja nicht sagen, da macht man sich ja womöglich noch unglücklicher. Gleichzeitig kann die Frau ja schlecht verlangen, dass ich dann ihr Ticket, was sie da hat, versenkt hat. Der dritte Punkt ist ja auch, ist es mir zumutbar, mit mehr als spitzen Fingern zu versuchen, das Ticket wieder rauszuholen. Ich muss aber sagen, wenn das so die Hauptfragen sind, so, dann ist ja in Deutschland ist eigentlich alles in Ordnung. Also erstmal war es auf dem Weg nach Paris und außerdem haben wir, es sind diese kleinen Momente, ob man nicht ein schlechtes Gewissen kriegt. Würden Sie praktisch mit dieser hanebüchenen Geschichte, die ja nun wirklich passiert ist, würden Sie sagen, gute Frau, Sie sind 80 Jahre alt, jetzt das Ticket weg. So, jetzt gehen wir beide zum Schaffner und wir erzählen denen diese Geschichte. Das ist in der Hoffnung, würden Sie das machen? Das würde ich machen. Ich sage ja im letzten Moment, ich habe auf die Spülung gesehen, da lag dieses Ticket. Ich kann bezeugen, die Dame hatte ein Ticket. Lassen Sie da Gnade vor Recht ergehen. Da ist übrigens, es ist ja die französische Bahn wahrscheinlich. Französisch hätte ich dem das nicht erläutern können, muss ich dazu sagen. Nee. Aber dann kann man ja anknüpfen, kann man eine junge Dame mit entsprechenden Fremdsprachenkenntnissen ansprechen zum Beispiel. Ja. Das ist ja mittlerweile eine Kommunikationskette von 4-5 Leuten, die sie da unterhalten. Wir haben noch eine andere Rubrik, die heißt Lassen Sie das. Und da haben wir Leuten daraus die Möglichkeit gegeben, dass sie sich über Sachen in ihrem Beruf beschweren können. Also zum Beispiel eine Bäckerin kann hier einen 10-Punkte-Plan aufstellen, was sie von Kunden nicht mehr hören will. Und die Frage, die ich hätte, bevor ich diese Rubrik losstarte, würde Ihnen was einfallen, was TV-Redakteure und Redakteurinnen lassen sollen? Aus Ihrer Sicht, aus der Sicht eines erfahrenen Moderators? Ich glaube, die Antwort ist ja. Hier kommen von Günther Jauch persönlich die so viele Punkte, die ihm einfallen, Sachen, die TV-Redakteure in Zukunft bitte lassen sollen. Also lassen sollten sie nach Möglichkeit. Mir hat das gut gefallen, was sie da gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob der Zuschauer da und da so folgen kann. Also es ist immer sich dahinter verstecken, dass man es selber ja super fand, aber in Wirklichkeit bitte weg, bitte raus. Unser größter Trick war immer bei Drehs, ihm zu sagen, das war schon super, noch eine zur Sicherheit. Ja, eine, dann ja, hofft man, dass ja, eine noch ein bisschen kürzer, damit wir es zum Schneiden haben. Oder wie schon bei Harpe Kerkeling war, Heinz, du warst gut. Ja, die Musik hat einen Tag zu spät eingesetzt. Heinz, du warst gut. Also das wäre gut. Ansonsten gut wäre, wenn, das ist jetzt nicht direkt Redaktion, aber wenn die Menschen, die zum Beispiel, sagen wir mal, auch Maske oder Kostüm, wenn die Knoblauchladung, selbst wenn die Veggie-mäßig 1A war, unmittelbar vor der Behandlung meiner Wenigkeit eingenommen hätten. Also das ist zum Beispiel, was ich gehe auch nicht mit einer Knoblauchfahne zum Zahnarzt. Körpernahe Dienstleistung bitte ohne Stinken. Sagen, das wär mal eine Idee. Ja. Wie ehrlich sind Sie zu Redakteuren, wenn die kommen und haben eine offensichtlich beschissene Idee? Mittlerweile. Ja? Ja. Tatsächlich. dass man sagt, ich glaube, ich glaube, das ist nicht zielführend. Oder ich denke mal drüber nach und lasse sie wissen, wenn. Oh, das ist gut. Ich nehme es mal mit. Ich nehme es mal mit und das Kopfkissen. Ich nehme es mal mit. So, ne? Ja. Sehr gerne. Aber beim ZDF übrigens, wenn Sie da irgendein Problem haben und jemanden ansprechen, was ist dann die 80% der Antwort? Wir prüfen das oder wir geben das mal ins Gremium? Oder so? Nicht schlecht. Ja. Ich gebe es weiter. Das kenne ich sogar selber noch vom ZDF. Da habe ich teilweise Leute miteinander bekannt gemacht, die beim ZDF arbeiten. Da habe ich dem die Durchwahl gegeben vom Kollegen, der dafür zuständig ist. Und dann haben die zusammengearbeitet und auf einmal hat es hervorragend funktioniert. Das war schon gut. Was machen Sie, wenn so ein neuer, bis in die Haarspitzen motivierter Mitarbeiter jetzt auf Sie zustürmt, der also noch voller Leben und voller Freude ist und der meint es nur gut, aber der macht erst mal den ersten Generalfehler. Er kommt mal so gut drauf, wie er eben ist, kommt er da mit A, zu viel Arbeit im Gepäck?
Ja, ich hätte noch eine Frage Idee, und das wäre ein Außendreh. Ja? Und könnten Sie da 4 Stunden vorher nochmal vorbeikommen? Ja. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn man schon, das ist natürlich dann wie Staatstheater Oldenburg. Ja. Man fühlt sich unkündbar und macht im Grunde gar nichts mehr. Macht nur noch Dienst nach Vorschrift und merkt nicht, dass die eigene Verkalkung dann erstens auf Zuschauer, ja, Mitarbeitende sagt, ne? Dann auch und dann ist es irgendwie natürlich. Also zum Beispiel gibt es oft vor irgendwelchen Sendungen, wir müssen noch einen Trailer machen für die Magazine und die stellen ihnen dann so ein paar Fragen. Und da kommen immer die ganz Jungen, die ganz Neuen, die dann auch wahnsinnig aufgeregt sind und so einen kleinen Zettel dabei haben und dann ihre Fragen stellen. Und da gibt es welche, die eben völlig uninspiriert sind. Günther Jauch, gleich geht's los mit der Sendung. Wie fühlen Sie sich? Wie immer. Gleich kommt unsere prominenten Sendung. Worauf dürfen wir uns freuen? Mhm. Ja. Wem trauen Sie denn die Millionen zu? Uninspirierte Fragen. Und dann gibt es manche, die sind auf einmal, die haben sich mal einen anderen Dreh einfallen. Da muss man mal einen Moment nachdenken oder wo man sagt, ja, das ist eigentlich witzig. Das könnte die Leute draußen interessieren. Und da versuche ich den Leuten immer die Gelegenheit zu geben, sowas loszuwerden. Da muss ich kurz nachhaken, weil Sie, wenn die uninspirierten Fragen kommen, haben Sie noch den Elan zu sagen, ach, das ist ja uninspiriert, uns fallen doch bestimmt noch bessere ein, lass mal kurz überlegen, was wir stattdessen fragen könnten, oder denken Sie, komm, Feierabend, bald. Kurbeln wir den Käse runter. Ja, nein, es ist relativ einfach. Also ich fange kein Re-Education-Programm keine Verbesserungsvorschläge an, um sowas. Ja. Aber das, was ich loswerden will und was vielleicht interessanter ist als die Frage, das bringe ich unter. Also es ist bei mir zum Beispiel Reinhold Messner, der kriegt immer die uninspiriertesten Fragen gestellt, der Bergsteiger. Hm. Dem wird immer gesagt, was fühlen Sie, wenn Sie auf dem Gipfel sind? Hm. Oder die Frage, das ist doch ganz gefährlich, wieso riskieren Sie mit jedem Aufstieg Ihr Leben? Standardfragen, wo der, glaube ich, schon nach einer Sekunde abschaltet. Ja. Er ist aber in der Lage, Antworten zu geben auf langweilige Fragen, die interessant sind. Mhm. So, das heißt, der hat einen Anspruch an sich selber und antwortet im Grunde interessant, unabhängig von der entsprechenden Frage. Und da versuche ich mir dann manchmal ein bisschen was abzugucken. Wie ist, wenn jetzt ist so eine Produktion ist vorbei, irgendwie für Sie war es eine weitere Sendung sozusagen? Auch vielleicht auch großer, das ganze Team steht zusammen, dann kommen auch ein paar so neue Kollegen dazu, die dann ganz aufgeregt sind. Und ist da so ein bisschen so eine Aftershow-Party-Stimmung, ne? Da, also jetzt nicht großes Brimborium, aber man trinkt mal so ein halbes Bier. Und dann kommt da so einer angeschossen und denkt, er ist jetzt auch mit dabei hier und hier, der Jauch und hier ich und so. Und dann hängt er da so schon halb so am Arm und fängt erstmal, duzt sie erstmal so durch, ne? Hallo Günther, so. Wie groß ist das Donnerwetter und wie wird man den dann wieder passiert los? Das nein, überhaupt? Also man ja. wird ihn im Allgemeinen los, denn er hat ja sofort jemand anderen beauftragt, ein entsprechendes Foto zu machen, wenn er ungefragt den Arm um einen gelegt hat. Und dann sage ich immer, einfach drücken. Einfach draufdrücken. Ich meine nicht den Kollegen, dass er mich drücken soll, sondern so, und damit die Sache, so. Und dann redet man mit den anderen Kollegen und sagt, es ist ja ein ebenso origineller wie vielleicht etwas übermotivierter Kollege. Wo habt ihr den denn her? Der macht ein dreitägiges Praktikum. Okay. Zumindest ab jetzt ist es nur noch dreitägig. Ja, jetzt ist es dreitägig. So. Der wollte eigentlich ja arbeiten, 10-Jahres-Vertrag, aber kein Problem. Ja, aber hat sich dann doch Also das ist im Grunde wie an jedem anderen Arbeitsplatz. Das geht schon. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man nicht von Haus aus herablassend, auch die Bequemlichkeit ist natürlich, ach, wir wollen da, was haben Sie für eine neue Idee? Oh, da muss ich mir vielleicht Gedanken machen, da muss ich mich umstellen. Also neue Ideen sind schon gut, wenn es nicht einfach um der neuen Idee willen oder um, weiß ich nicht, wenn der dann seine eigene Karriere befördern will oder wenn ihm das irgendein schwachbrüstiger Vorgesetzter eingeredet hat, sieh doch mal zu, dass das so und so funktioniert. Da gibt es irgendwann Möglichkeiten. Mir tun die Leute leid, die, sagen wir mal, gerade erst in dem Medium wie auch anfangen oder sich noch nicht so richtig wehren können oder die, aber
genauso wie man Mitleid mit so Protagonisten wie mir haben kann, kann man natürlich wirklich auch Mitleid haben mit den Leuten, die sehen, dass irgendwas eingefahren ist oder dass man da mal was ändern kann. Und dazu sind sie ja auch da. Also ein 20-Jähriger, der irgendwie hinkommt und sagt, ich möchte nur das verwalten, was meine 50-jährige Vorgängerin hier schon 30 Jahre gemacht hat, also, wäre ja falsch. Wir haben uns als Produktionsfirma, sind wir Gott sei Dank nicht in Köln, sondern in Berlin und damit so ein bisschen abseits des normalen TV-Geschäfts, mit der Branche nur sehr selten was zu tun, ehrlicherweise, sondern wir machen unser Ding, mal besser, mal schlechter. Gibt es Sachen, wo Sie sagen, also meine Mutter hat immer wahnsinnig Angst, sobald ich zum Fernsehen gegangen bin, das ist ja ein Haifischbecken, da wird man ja fertig gemacht, da ist ja das, da ist ja jeder gegen jeden. Würden Sie das unterschreiben oder hat sich das auch in der Zeit jetzt geändert? Gab es irgendwann so eine Zeit, wo wirklich der Ton am Set im Studio so rau war oder ist das komplett an Ihnen vorbeigegangen? Sie waren ja aber auch Produzent oder Sie sind ja auch Produzent, wo man sagt, so das Arbeitsklima hat nicht immer dem entsprochen, wie das heutzutage vielleicht sein sollte. Also kann ich eigentlich nicht sagen. Ich hab zum Beispiel jetzt mittlerweile fast an die 30 Jahre einen Geschäftsführer bei der Firma, die mir früher gehört hat, nicht mehr, der tatsächlich von sich sagen kann und dem auch bescheinigt worden ist, der hat noch nie verletzend gegenüber einem einzelnen reagiert. Der hat sicherlich in der Konferenz gesagt, aus den und den Gründen war es falsch, was weiß ich, den Beitrag so und so anzulegen. Oder also der ist in der sachlichen Kritik knallhart, aber es geht nie ins Persönliche. Klar, wenn einer 20 Mal immer denselben Fehler macht, muss man mit dem irgendwann mal persönlich reden. Aber ansonsten, es war zum Beispiel in meiner Anfangszeit, war das alles wahnsinnig ideologisch. Wer die richtige Haltung hatte, der hatte sozusagen immer recht. Unabhängig zum Beispiel von handwerklichen Fehlern oder von Sachen, das fand ich immer so wahnsinnig. Wenn die Leute konnten, bestimmte Filme bei SternTV, die waren einfach gar nicht kapierbar, weil sie also immer artifizieller und philosophischer und aber gleichzeitig auch bescheuerter wurden, weil keiner mehr folgen konnte. Wo ich gesagt habe, wer soll denn das sehen, wenn man überhaupt nicht kapiert, worum es eigentlich geht, zum Beispiel. Und das ist eine Sache, das ist eine Kritik. Natürlich trifft es immer den persönlichen. Dann wurden oft vor Sitzungen wurden so Seilschaften gebildet. Pass auf, wenn mein Beitrag kritisiert wird, dann spreche ich aber für dich. Und wenn aber sollte meiner auf der Liste stehen, dann musst du aber so. Man wusste immer schon ganz genau, wer da wo. Und dann das Erste, als ich den Laden dann übernommen habe, war, dass ich gesagt habe, wir legen bitte Probleme jenseits von demjenigen, der sie möglicherweise verursacht hat oder vielleicht war es gar nicht schuld, sondern es waren technische Probleme oder sonst irgendwas. Wir legen es bitte in die Mitte und daran arbeiten wir dann alle zusammen und nicht, das war der so und so und der ist sowieso blöd und der hat auch letztes Mal. Und das ist tatsächlich ein Prozess gewesen, der gedauert hat. Aber wenn Sie das einmal implementiert haben, dass wir uns mehr an der Sache orientieren und weniger bestimmte Leute auf dem Kieker haben, das ist sehr, sehr befreiend. Hat Ihnen das Produzentsein mehr Spaß gemacht oder vor der Kamera? Vor der Kamera hat mir schon mehr Spaß gemacht. Ich habe auch was das angeht, habe ich als Produzent natürlich viel delegiert. Ich war eine Zeit lang selber mal Geschäftsführer, ich war auch mal Chefredakteur. Das ist schon mühsam gewesen. Und wenn man zu viele Sachen an der Backe hat, werden die Dinge auch nicht zwangsläufig. Ja, da ist man ja auch doof, wenn man sich so viel Arbeit macht, ne? Weil man weiß ja mittlerweile, dass es viel einfacher geht. Ja, also das ist ja, man muss nein, ja nicht noch da. Es ist auch wirklich ein für die Visitenkarten da irgendwas. Ja, es ist ein Lob der Arbeitsteilung. Also bei mir wird auch die erste Standardfrage, die mir, weil ich habe so eine kleine Landwirtschaft mit einem Weingut ist. Wird immer als erstes gefragt, ja, sind Sie da auch selber im Weinberg und schneiden also die Reben und sind auch so ein bisschen bucklig und haben den Dreck des Weinbergs unter den Fingernägeln. Ja. So, das ist diese Vorstellung, die möchten die Leute einfach haben. Und dann muss ich ehrlichkeitshalber sagen, ich bin mit unseren Saisonarbeitern, bin ich schon im Berg gewesen. Nach 5 Minuten war ich 6 Reihen hinter denen und hatte bei 3 Rebstöcken falsch abgeschnitten. Ach, und mein halber Finger war dann auch schon mit dabei. Und dann haben die mich alle zu Recht ausgelacht. Und habe ich gesagt, okay, und jetzt geht ihr ins Büro und wickelt mal telefonisch die nächsten Aufträge ab.
Und dann gucken wir mal, wie gut ihr euch da schlägt. Und ich dachte, sie machen das wie Gérard Depardieu und zerquetschen das mit ihren nackten Füßen alles selber. Also einfach so, sie wühlen sich da so durch wie so eine Urgewalt. So. Frage, ob man das möchte. Und einmal fressen sich da einmal so durch den Weinberg und so. Dazu habe ich da auch noch ein, zwei Fragen. Ich möchte nur einmal dieses Thema Fernsehen kurz vielleicht einmal... Ja, einmal, ja, ich möchte ihm gerne noch mal eine Sache, weil eine Sache, da seid ihr nicht so, habt ihr nicht so ein Problem mit, ne? Aber... Ich steuere darauf zu, sie auch, und wer kann nichts dagegen tun. Fangen wir so an. Dieter Thomas Heck. Die letzte Show von Dieter Thomas Heck. Da saß der auf so einem goldenen Sessel auf der Bühne. Und das war die letzte Show. Da haben die den da so hingesetzt. Und dann kamen da irgendwelche Prominenten aus 1000 Jahren Dieter Thomas Heck, die ihm irgendwie den Weg gesäumt haben. Ein paar waren auch schon auf der anderen Seite. Hier kommt die Schwester des Hausmeisters. So, und dann kam der, Mark Keller kommt und singt für den Abend Thomas Gottschalk. Ja, genau. Und der da gab es noch eine ganze Sendung, das war ihr Leben. Ja. Wo dann Leute da saßen, die nicht wussten, wer ihnen gegenübergestellt wurde. Das war ihr Leben und das ist ja auch furchtbar. Wie kann man denn jetzt verhindern, dass wir da irgendwann so, ich sag mal jetzt nicht, dass das bei Heck so gewesen wäre, aber bei uns kann es ja sein, dass wir da so halb dement, wären wir da irgendwie an so einen Stuhl gebunden und dann heißt es, jetzt sing nochmal deinen einen Klassiker, jetzt du, sie stellen da nochmal die Millionenfrage verdödelt. Nein. Irgendwie. So. Nein, mir werden frühere Kandidaten vorgestellt, die ich jetzt schon nach 6 Wochen nicht mehr. So, genau. Aber wie kommen wir denn da raus, dass irgendwelche TV-Redakteure dann der ganzen Welt erzählen, dass das wohl unser Leben war? Müssen wir das jetzt schon planen? Müssen wir jetzt eigentlich schon das Konzept für die letzte Sendung im Kasten haben und das beim Notar hinterlegen? Was machen wir denn jetzt? Ja, gut, es ist natürlich ein Randproblem, das letztlich nur, also im Grunde muss man, es geht ja los. Und das wird irgendwann kommen, wenn so bei diesen üblichen Fernsehpreisverleihungen, da fehlt jetzt noch einer von RTL. Wir haben jetzt auch zu viele Influencer. Jetzt in der, was könnten wir denn, haben wir nicht irgendeinen älteren so aus dem linearen Fernsehen? Ja. Genau, der Jauch. Ja, wir bauen noch was zum Aufstehen. Lebenswerk. Fürs Herz. Sie haben doch nicht Lebenswerk. Sie haben das Lebenswerk, haben oder? Haben Sie doch bestimmt. Deutscher Fernsehpreis? Nein, noch nicht. Wie bitte? Nein, das kommt. Man weiß doch jetzt schon, wie es abläuft. Lebenswerk. Und Sie können sich doch jetzt schon überlegen, wie das exakt wie es sein wird. Und dann steht man da und denkt, scheiße, jetzt ist das soweit. Und dann ist im Grunde, dann gibt es wieder Leute, die das ja super gelöst haben. Also bei Rudi Carrell, der eben schon todkrank war, der sich 3-4 Gags natürlich vorher wieder überlegt hat, der seiner Krankenkasse nochmal dankt. Das war tatsächlich... Der hat es ja gut gemacht. Ne? War witzig. Hatte Knieschoner unterm Anzug an. Aber hatte natürlich... Genau, weil er vor seinem Publikum... Wusste, er wird auf die Knie gehen. Hatte er Knieschoner an. Ja, aber es ist natürlich... Schlimm wird's, wenn einem dann selber Tränen der Rührung in die Augen schießen. Ich weiß auch nicht, wie man aus der Nummer wie es überhaupt mit Heulen im Fernsehen jetzt, wenn man jetzt wirklich so lange das Fernsehen geliebt hat, gemacht hat und ja nun auch gut darin aufgehoben war, muss man ja auch mal sagen, die waren ja auch alle lieb und haben letztendlich dafür gesorgt, dass man ein schönes Leben dann irgendwann mal gehabt haben wird. Noch nicht, aber irgendwann. Und dann ist es doch ganz menschlich und wenn man nicht komplett geisteskrank ist, ist man dann gerührt und dann kommt ein Tränchen. Und selbst bei den härtesten Hunden, selbst Stefan Raab ist mit glasigen Augen in seinem Fahrstuhl runtergefahren. Vielleicht muss man zulassen. Es ist ja auch... Wie ist mit Heulen im Fernsehen? Machen oder nicht machen? Wie stehen Sie dazu? Ja, haben wir ihn in der Zange. Ich habe das selber mal ganz früh erlebt. Und zwar, das war Thomas Gottschalk, der für mich natürlich im Radio eine Wahnsinnsinstanz war. Und der hat... Hör ich da einen Unterton raus? Weil er dann auf... Nein, ich behaupte, er ist ein deutlich größerer Revolutionär für das Medium gewesen, fürs Radio. Also das fand ich jetzt wirklich rührend. Es war ja 100 Jahre Radio überall und Hörfunk. Und da war ZDF, Heute Journal, Heute Sendung etc. waren Bilder von Thomas und mir zu sehen, dass wir auch das Radio geprägt hätten. Da habe ich Frau und Kinder um mich versammelt und habe gesagt, habt ihr übrigens gestern, nein, habt ihr nicht gesehen, aber ja, 100 Jahre Radio so und Papa war auch dabei. Okay, aber das fand ich zum Beispiel, das fand ich ganz schön und ich glaube, dass Thomas, weil er wirklich eine, was den Hörfunk angeht, das Radio angeht, ein absoluter Revolutionär war. Der hat das Sprechen verändert, der hat das Medium damit verändert, da haben sich ganze Generationen nachgedacht. Ich glaube, dass er da deutlich revolutionärer war als im Fernsehen, bei allen Verdiensten, Wetten, das etc. Das nur nebenher. Als Thomas aufhörte mit dem Radio und dann immer mehr Fernsehen machte. Das fand ich so schlimm. Da habe ich ihn in eine Sendung von mir eingeladen und habe als letztes Lied gespielt, Video Killed the Radio Star von den Buggles. Erstes Video bei MTV.
So, und das habe ich ausgespielt, das war dreieinhalb, vier Minuten lang. Das war ihm wahnsinnig unangenehm. Hat er nach 30 Sekunden hat er gesagt, jetzt zieh das runter. Da hat er damals so, da war der 32, 33 Jahre alt oder was. Das war ihm so total unangenehm. Und mir war das deswegen ein Bedürfnis, weil ich genau das gefühlt hatte und weil ich diese Traurigkeit, dass dieses Pop nach acht, was jeden Tag im Grunde alle unter 35 in Bayern gehört haben, weil das damit zu Ende war und damit diese Sendung gekillt war. Also das heißt, es war richtig von denen draußen, das so zu machen. Und wahrscheinlich ist es für die Leute, die dann im Auditorium sitzen und vielleicht vom Fernseher, dass die sagen, der kommt da zu dem Lebenswerk hin und ich fühle, dass ein Teil meines Lebens ich mit dem verbracht habe und ich die Sendung vielleicht auch ganz gut fand, dann finde ich das okay. Es ist die Frage, wird es denn für mich gemacht oder wird es für die Leute gemacht? Ich glaube, wird das am Ende auch für die Leute gemacht. Mhm. Und dann kann man es vielleicht sogar wieder machen. Ja, das ist der persönliche Narzissmus. Wenn es das Lebenswerk gibt und es gibt den Zusammenschnitt, wo man dann nochmal so alle Sendungen, gibt es da Szenen oder Shows, wo sie sagen, das bitte auf gar keinen Fall rein. Ich hätte einen Vorschlag von meiner Mutter. Ich merke nur, dass diese Ausschnitte, das ist immer da, wo einer hingefallen ist oder wo man Kabolz gedreht hat oder wo der Affe der Schauspielerin die Perücke runtergerissen hat. Es sind immer die Hihihi, Hahaha, Pipi, Kaka, Handwerker muss auf die Toilette, Witze. Ach Mensch, jetzt fühle ich mich verletzt. Ja, okay. Was soll bei uns denn noch überbleiben? So, darauf wird es dann reduziert und das finde ich schade, weil ich sozusagen aus meinem Leben, aber ich müsste mir die ganzen Laufpläne dann kriegen, wo ich gesagt habe, das war ein super Moment. Das war ein super Moment. Aber wird Sie das stören, wenn Sie da in dieser Styroporwand hängen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, wenn das dann in so einer großen Collage ist und Sie selber wissen ja, das ist ja auch nur 6 Minuten, das ist so im Ablauf. Ich denke jetzt so an diesen Fernsehpreismoment und dann sind die nochmal in dieser Wand. Ist keine besondere Leistung. Ja, also da würden Sie sich doch lieber neben den Herrn Schäuble sitzen, den letzte Sendung von Talk in der ARD. Das gab zum Beispiel mal eine Stern-TV-Sendung, da hat Gorbatschow, das war so in Zeiten der deutschen Einheit, saß in Bonn und war zu einem Staatsbankett eingeladen, das war ihm langweilig. Und wir hatten vorher gesagt, könnten Sie nicht noch, wenn das Staatsbankett kürzer geht und so. Und ist der bei dem Bankett aufgestanden und hat gesagt, ich möchte in dieses Studio fahren. Nee. Und tauchte dann bei Stern TV auf und wir hatten und gar nicht so unbedingt mit ihm gerechnet. Zack, war der in der Sendung. So, das ist zum Beispiel eine Nummer, wo ich sage, ja, stell mal vor, und das kommt aber nirgendwo. Und dann war das, im Archiv, dann hat man den großen Zusammenschnitt, den kann man nicht selber planen. Deswegen, da komme ich wieder zurück zu meinem Problem. Den kann man nicht selber planen. Die Nummer mit dem Gorbatschow, die ist irgendwo verschwunden im WDR. Weiß keiner mehr, wo das ist, oder bei RTL im Archiv, und dann sieht man doch praktisch als menschliche Tetris-Scheibe und denkt man dann, Leute, das hätte ich mal gern vorher mal selber. Ja, arrangiert. Aber da muss man so in dem ganzen Stoff drin sein. Ich müsste dann selber, ich erinnere mich ja selber an die ganzen Sachen nicht mehr. Und es ist natürlich dann immer, wie man irgendwo steht mit irgendeinem blöden Bambi in der Hand und den nach oben hält und das ist dann das Synonym für große Karriere und Erfolg. Und der Bambi war nur wirklich das allervorletzte, was man da brauchen konnte oder was die ganze kommt Sache jetzt wieder irgendwie befördert. Kommt jetzt wieder. Ja, haben Sie schon die Einladung bekommen? Das größte Medienereignis des Jahres. Ich habe also nicht mal, mehr. Wir sind nicht mal eingeladen. Ich bin nicht mal eingeladen zu dem Scheiß Bambi. Ja, seien Sie froh, Sie kriegen meine Einladung. Sie kriegen meine. Ich habe so einen Code. Die gehen überall hin. Dann geben Sie mir das nach der Sendung bitte. Ja, können Sie. Ich glaube, ich werde Sie würdig vertreten. Das ist eine Drohung. Das kann man echt vergessen. Es gibt was Langweiliges. Die gehen sogar zum KDW, wenn es sonst was zu fressen gibt. Ja, das, die gehen überall hin. Da kommen wir heute nicht mehr zu, glaube ich. Da kommen wir nicht mehr. Aber das ist, ich muss mal konkreter fragen, gibt es Sachen, für die Sie sich richtig schämen, die Sie im Fernsehen verbrochen haben? Weil wir haben da eine lange Liste mit. Ja, habe ich letztlich auch eine... Aber Sie müssen eine Sache mal konkret verraten, damit das nicht so nebulös bleibt. Es gab mal ein Paar, das war in den Frühzeiten von Stern TV, die... Ich glaube, es war so wie so eine Harold and Maude Geschichte. Ein großer Altersunterschied. Ein riesen Altersunterschied von Zweien, die sich da irgendwie gefunden hatten, die aber tatsächlich doch, wie soll ich sagen, man hätte die im Fernsehen nicht vorführen
dürfen. Das war so diese Zeit, wo man Dinge gemacht hat, wo man sagt, oh, hast du das gestern gesehen? Um Gottes Willen, was war denn dieses oder jenes? Und die wussten gar nicht so richtig, wie denen, was denen da geschieht und wo wir alle danach den Eindruck hatten, also auch in der Redaktion, wir haben diese Menschen irgendwie um des Ausstellens, um des, ach, um Gottes Willen, was ist das denn da? Da haben wir die missbraucht. Und da waren wir uns dann danach einig, sowas machen wir nie mehr wieder. Aber das haben Sie sich da richtig, so haben Sie so da richtig eine Scham empfunden? Also, dass Sie gesagt, oh Mann, das Scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Ja, im Nachhinein schon. Oder was wir natürlich in den Anfängen von Stern TV auch mal hatten, dass man uns gefälschte Beiträge untergejubelt hat, wo man im Nachhinein dann sagen muss, oh, wir hätten Relotius Reloaded so gesehen, aber nicht Re, sondern wir waren da früher dran. Gut, davor waren es die Hitler-Tagebücher. Ich würde sagen, das war dass ja auch man sagt, Stern. Was Tradition. Hat, welche Mechanismen haben da versagt und wie müssen wir künftig versuchen, sowas auszuschließen? Man darf niemals sagen, wir sorgen dafür, dass sowas nie wieder vorkommt. Es wird immer betrogen werden, also speziell auch im Medienbereich. Aber das sind zum Beispiel so Dinge, wo man im Nachhinein sagt. Denn Sie wissen nicht, was passiert, wissen Sie ja nicht, was passiert. Und dann ist man ja ganz ohne Schutzwall konfrontiert mit Ideen von Redakteuren und Redakteurinnen. Ja. Mal besser, mal schlechter. Mhm. Wann fährt man dann abends mit dem Auto heim und denkt so, oi, das hätte ich mal, da hätte ich gerne. Das hätte ich nicht gebraucht. Ja, richtig. Völlig richtig. Mal so, mal so. Aber es ist ja witzig, da haben wir genau dasselbe Problem. Man liegt abends im Hotelbett, zieht sich so die Decke hoch und denkt, scheiße, das war peinlich. Ja. Gut, es haben Sie es auch schon dadurch, mal, dass die Leute nun qua Sendungstitel wissen, dass wir nicht wissen, was ich gesagt habe, verzeihen Sie es einem vielleicht auch eher. Nach dem Motto, findet der das gerade auch so wahnsinnig lustig mit dem Gesicht in der Nivea-Dose. Und dann ist natürlich tatsächlich, der muss man sich natürlich fragen, wann der verfilmt, in welchem Alter der verfilmte Kindergeburtstag vielleicht irgendwann die mal ein Fragen unserer Ende, beider Karriere, ne? ein Ende finden könnte und auch sollte. Haben Sie da schon mal auf dem Heimweg den Thomas Gottschalk angerufen und gesagt, als wir da unsere Gesichter in die Nivea-Dose gepackt haben, Mensch, du, also, mir läuft es kalt in den Rücken runter, ich schäme mich so, was sagst du? Nein, wir wissen ja beide, so welche. Es ist doch wurscht. Woher die Idee? Ja, aber Thomas ist da tatsächlich Franz Beckenbauerhaft. Ja. Ich finde, darf ich noch eine Geschichte aus Ihnen rausquetschen? Weil wir haben ja nicht alle Zeit der Welt, ne? Auch praktisch Podcast-Zeit hat man so viel, wie man möchte, aber bei Ihre persönliche Zeit, die Sie uns zur Verfügung stellen, die ist begrenzt und das ist auch gut so. Das sagt er jetzt einfach, weil er mich hier loswerden möchte. Ganz ich muss noch was aber zum widersprechen. Ich kann Sie auch noch eine halbe Stunde hier zuquatschen, gar kein Problem. Aber ich möchte noch eine, ich fand es so lustig, Sie haben mir mal etwas erzählt. Ich glaube, das kann man so erzählen. Da ging es darum, dass Thomas Gottschalk, wie wir ja alle wissen aus der Zeitung, hat er kein Geheimnis draus gemacht. Der hatte ja so ein Schloss mal, ne? Ja. Und da hat er sich am Rhein so ein Schloss gekauft. War der super begeistert und war sehr, super euphorisch und hat seinen Freund Günther ja auch angerufen und gesagt, Günther, ich kaufe mir jetzt ein Schloss, ich habe die beste Idee der Welt. Und ich zeig's dir vorher. Und ich zeig's dir vorher. Wie lief das ab? Ja, das war... Das war schön. Also ich hatte mich dann vorher schon per Google Map, hatte ich dann schon mal genau geguckt, wo das Schloss da liegt und in der Höhenlage mit Blick auf den Rhein und unten lief eine Eisenbahnlinie lang. Und dann hat er mir also gezeigt und hier ist die Terrasse und da können wir dann frühstücken und da haben wir dann diesen Blick und hin und her. Und ich guckte immer und sagte, und dahinter türmte sich so ein Wald auf. Hinter war dem, das vor Ort? Türmte sich so ein Wald auf und dann sage ich, aber Thomas, das ist, und es war mittags und es war sehr schattig. Also da war null, also, weil natürlich das lag so, dass dieser Wald, dieser Gebirgswald, die Sonne war im Grunde sofort weg. Mhm. Also man hatte da fiel keine Sonne. Sag ich, dunkles Thomas, Brunch. Wo kommt denn die Sonne hin? Also zeig mir, hier sind die Pläne. Wo ist denn hier Süden und die Terrasse? Und da ist ja da der Wald. Und du hast ja gar keine Sonne. Und dann rollte er wütend die Pläne zusammen und sagte den Satz, den werde ich auf seiner Beerdigung zitieren: Wo ich bin,
scheint immer die Sonne. L'état, c'est moi. Und da hat er recht. Das war damit war die Diskussion für ihn erledigt. Er hat das schon aus Trotz gekauft. Aber er hat es auch wieder verkauft. Ja, gar nicht mal so lange besetzt. An die Geschichte habe ich oft gedacht. Aber ich hoffe, es war okay, die nochmal so öffentlich abzufragen. Aber die haben es mir mal erzählt auf dem Geburtstag von Thomas Gottschalk. Und insofern glaube ich, also da ordne ich allen handelnden Personen so viel Spaß und Freude und auch Selbstironie zu, dass man das vielleicht mal es ist kann. Also wo ich bin, scheint immer die Sonne. Ja. Die letzte Sendung, Wetten, das wird das die letzte Sendung, Wetten, das von Thomas Gottschalk? Gute Frage, denn Comeback vom Rücktritt gibt es ja regelmäßig, hat es ja auch schon mehrmals gegeben. Ich glaube, dass das sehr ernst meint. Mhm. Ja, das wird die letzte Sendung werden. Sind Sie dort? Ich glaube nicht. Ich war schon einmal bei der letzten Sendung und da war ich Gast bei der letzten Sendung und da dachte ich auch, das wäre die letzte Sendung. Ja. Nein, bin ich nicht, ist aber auch ist gar nicht schlimm. Wir machen es regelmäßig so, wenn immer der eine beim anderen, wir tauschen uns dann immer aus. Sender XY möchte deine Biografie verfilmen und ich soll dazu jetzt mal irgendwas sagen. So rufe ich ihn dann immer an, sagt er, A, welcher Sender? Weiß ich gar nichts von. Und B, welche Biografie? Da musst du nur wirklich nicht, musst du wirklich nicht teilnehmen. Und wenn er eine Anfrage bekommt, die mich irgendwie betrifft, dann sagt er immer, legst du Wert drauf, dass ich mich da irgendwie äußere und da drei Wortspenden mache, sage ich, das ist mir völlig egal, braucht's überhaupt nicht. Und wir versuchen uns da immer wechselseitig zu entlasten. Welche Abschiedssendung würde Ihnen eher liegen? Also den Stil, den Stefan Raab gewählt hat, nämlich ich mach Tschüss und bin raus oder Thomas Gottschalk? Also Tschüss und ich bin raus ist für denjenigen, der den Abschied macht, vielleicht das Bequemste und Beste und der möchte da irgendwie womöglich nicht peinlich gefeiert werden, wenn man sowas eben gar nicht möchte. Aber fürs Publikum ist es natürlich schade. Also merkt man ja auch bei Raab und jetzt hat er ja auch noch die Anteile verkauft und jetzt sieht man ihn gar nicht mehr. Und woran liegt es denn wirklich? Der war doch gar nicht so alt und ist dem nichts mehr eingefallen? Ach doch, hinter den Kulissen schon noch, weiß ich nicht. Also das ist fürs Publikum immer ein bisschen blöd. Ich glaube, das Publikum, die Leute möchten die letzte Sendung, die möchten einen Abschluss. Ich meine, warum macht man auf jeder Beerdigung, warum gibt es da Kränze, warum gibt es da große Reden, warum gibt es da danach einen Leichenschmaus? Also der da liegt, hat ja nichts mehr davon. Aber ja. Es ist für die Leute, auch wenn sie weinen, auch wenn sie Tränen vergießen, man tauscht sich dann nochmal aus und trifft den Opa Franz nach 20 Jahren nochmal wieder. Oder dem Bruder oder den Neffen. Also insofern, das muss jeder selber wissen. Blöd ist, wenn es einem als Protagonisten entgleitet. Also wenn man es eigentlich so haben möchte und andere bestimmen darüber, dass es dann völlig anders wird und man wird dann verheizt in so einer Nummer. Also sind Sie zuversichtlich, dass Ihnen das nichts ausmachen würde, aus der Öffentlichkeit von heute auf morgen auch zu verschwinden? Das bildet man sich immer ein, dass es einem nichts ausmachen würde und man sollte immer den Moment abwarten, wenn es dann wirklich so ist. Manchmal ist es dann, dauert es ein halbes oder dreiviertel Jahr und auf einmal tauchen dann alle wieder auf. Also zum Beispiel bei Frank Plasberg, nur mal als Beispiel, dachte ich, weil der sagte, und dann tauche ich ab und dann höre ich auf und dann mache ich keine Sendung mehr, auch nicht die. Und so das erste halbe, dreiviertel Jahr, hat er das ja auch durchgehalten. Jetzt merke ich, er macht True Crime bei Sky. etc. Was ja völlig in Ordnung ist. Ich glaube, da lastet er auch seine Produktionsfirma aus. Er war ja auch mal Polizeireporter, also passt irgendwie auch zu ihm. Da ist gar nichts dagegen zu sagen, aber er ist natürlich nicht weg. Da möchte ich überleiten zu diesem jungen Mann, der noch einen Wortbeitrag hat, zu dem Frank Plasberg immer gesagt hat, das einzig Seriöse an Ihnen ist Ihre Brille. Ja, das hat mich schwer getroffen. Ja, und jetzt, haben Sie gesagt zu ihm? Nein, andersrum, eher zu mir. Ach so, er hat den vollgelabert. Aufgrund welcher Frage? Das war alles peinlich, das wollen wir nicht aus. Das wollen wir jetzt nicht aus. Zwei Etagen unter Bambi. Aber es hat indirekt was zu tun mit meiner Frage. Also ich liebe Wein und ich habe auch in meinem Leben schon auch
zu viel auch für die eine oder andere Flasche ausgegeben. Obwohl zu viel, aber es war viel. Und sie haben es ja so gemacht, sie haben nicht gesagt, ich kaufe mir jetzt mal einen guten Wein, sondern ein Weingut. Also ihnen gehört ein gesamtes Weingut und ich glaube, der Hintergrund ist ja ein familiärer. Und das ist soweit so klar. Aber ist das so wunderschön, wie ich mir das vorstelle? Nein. Ja? Doch, nee? Nein, das Weingut selber ja. Also optisch sicher, ja. Aber ich meine, das zu haben. Und ja. stelle mir das so vor wie so ein ZDF-Film, ne? Also dass da immer gutes Wetter die ist. Die Guldenburgs. Und dann fahren ja. sie so mit den Händen durch die Weinberge ja. und sagen, Mensch, also der Chardonnay, da ja. fehlt noch so ein bisschen mehr Süße und ein bisschen mehr Körper. Die Sonne geht unter, die ja. erste Spätlöse wird ja. entkorkt. Und noch so auf und dem so. Feld im Grunde, ne? Wird dann ja, so ja, in das Licht ja, gehalten ja. und es schimmert gülden. Sagen Sie nicht auf dem Feld, sagen Sie in den Reben. In den Reben. Also ja. ist das so schön? Also ist das etwas, was ich weiter als Lebensziel vor Augen haben sollte? Also oder raten Sie ab? Ich merke, bei Männern gibt es bei drei Dingen so ein erotisches Funkeln. Bei den einen ist irgendwie... Busen oder, und Wein. Nein, nein, eine Golfakademie oder ach so. Nee, eine ich großen Golfplatz. Dann ein Gestüt, Oldtimerhandel. Ist bei ganz vielen. Ich werde Oldtimer, weil ja, sie das ja. so... Und Weingut tatsächlich auch verstanden. Strömt so eine gewisse Erotik. War bei mir nie so, weil ich auch über Jahrzehnte gar keinen Alkohol getrunken habe, nicht aus Tugendhaftigkeit, sondern weil er mir einfach nicht geschmeckt hat. Aber ich war da früher als Kind sehr viel und das gehörte eben meinem Großonkel und war seit 1805 im Besitz der Familie und dann wurde es, weil dessen Ehe kinderlos geblieben war, wurde das dann verkauft und ich war 40 Jahre nicht mehr auf dem Gut und dann hörte ich durch einen Zufall, das wird wieder verkauft und dann bin ich da einfach mal hingefahren zusammen mit meiner Frau und dann war das genauso, wie ich das vor 40 Jahren, also so dieses Ostpreußen-Feeling, wir sind damals vertrieben worden und ist alles noch genauso wie und das Schloss steht noch und die alten Kammern und alles mögliche und hier und ein riesiger Park dabei mit uralten Bäumen, also ein Traum, Steilhänge, es ist schon toll, der Garten ist Gartendenkmal, das Haus ist, steht unter Denkmalschutz. Aber wie gut schmeckt der Wein? Ja, das ist, wir sind VDP-Gut, Verband der Prädikatsweingüter, sind die 200 besten Weingüter in Deutschland, erkennbar immer an so einem Adler ja, wir haben ja an, auch eine Flasche stehen, an der Kapsel. So, das heißt, das ist schon richtig gut und traditionsreich, aber für mich war es tatsächlich eben diese familiäre Bindung, denn Ahnung hatte ich ja keine davon und dann war es wirklich die Entscheidung, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ja, 2 Jahre habe ich mich davor gedrückt, bin da immer so rumgeschlichen. Und die es verkaufen wollten, wollten es auch eigentlich nicht verkaufen. Und ich wollte es eigentlich auch nicht kaufen, weil ich gerade so viel zu tun hatte. Und dann ist es aber vor 13 Jahren so gekommen. Ja. Und dann habe ich mich auch richtig reingehängt. Dann einfach so diese übliche, also Jolie-Pitt-Nummer oder auch Sting. Ich kaufe mir mal ein Weingut, um auch mich nochmal irgendwie wichtig zu machen oder ein Riesengeschäft zu machen. Dafür kann ich immer. Jolie-Pitt haben ja, glaube ich, ein großes Geschäft gemacht. Das hat bei denen tatsächlich funktioniert, aber ist natürlich der übliche Rosé. Und hier ist, wir sind ein ausschließliches Riesling-Weingut. Das ist eine andere Nummer und wir sind eben, wir haben nicht diese Riesenmengen, die irgendwie Miraval hat und es sind 16 Hektar. Das ist nicht groß, ist aber auch nicht klein, ist so eine mittlere Größe. Aber ich habe gesagt, so, ich kümmere mich da jetzt drum und ja, ich wollte eigentlich, das ist natürlich auch nur gegangen, dadurch, dass ich eben vorher dass ich beim Fernsehen arbeite. Sie kennen ja alle diese Buchstaben in den Hollywood-Hits. Ja, steht hatte, da Günther ja auch. Ich hatte vorher, nein, ich war, danke RTL. Mein RTL. Und das geht aber auch, weil das irgendwie Nationalpark es geht nicht. Schade. Die Buchstaben, muss ohne die Buchstaben. Ja. In meinem Herzen hat RTL natürlich immer den entsprechenden Platz. Das als Ihr können wir das bitte als Schlusswort nehmen? Das ist das Haupthobby von Ihnen auch mittlerweile. Es ist sozusagen kein Hobby, sondern es ist ein Job. Ich muss mich da darum kümmern. Ich quatsche den Leuten im Keller nicht rein. Ich quatsche ihnen auch im Weinberg nicht rein. Ich quatsche ihnen aber beim Vertrieb rein. Also Sie sagen dann, wo soll der verkauft werden und so? Da sind Sie dann mit dabei. Ja, wenn man ihn verteilen müsste, dann könnte man sagen, wo sollte er? Also kümmere mich dann zum Beispiel auch um Restaurants oder dann gibt es mal irgendwie einen Wein and Diner. Also ich bin so das auswärtige Amt zusammen mit meiner Frau. Das war immer meine Frau
Raum mag Landwirtschaft, also in Gummistiefeln eben irgendwo rumlaufen, das macht der Spaß. Und deswegen ist es mehr als ein Hobby, denn Hobby, das klingt so... Dafür ist zu viel Arbeit, höre ich jetzt auch. Ja, das klingt auch so seniorisch, ne, dass man so ein Hobby hat, so wie Boccia spielen irgendwie im Park. Ja. Ne? Darum geht es ja nicht, sondern sie Das Ding soll eben auch funktionieren. Ja. Also wenn sie da irgendwie, genau, und wenn sie mal auf ein paar Flaschen sitzen bleiben, helfen wir ihnen. Wir helfen ihnen beim Austrinken, einfach rüberbringen, wir schicken ihnen die Flaschen leer wieder zurück, können sie wieder auffüllen und dann können wir irgendwie gucken, dass wir da so ein System entwickeln. Das Flatrate, meinst du? Flatrate, das ist jetzt ja heute nicht das Hauptproblem. Das ist also, ich möchte sagen, dass wir uns hier als Baywatch Berlin, ne, als kann ich vielleicht sagen, Jakob, Thomas, sie sind hier jetzt ein ganz toller Gast gewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben jetzt 200 Folgen miteinander hier hinter uns gebracht. Sie waren. Ist ja auch ein Lebenswerk. Das ist das ist auch fast ein Lebenswerk, das alles anzuhören. Und insofern geht das sind auch. Sind denn alle drei von Anfang an dabei? Ja. Wollen Sie einen austauschen? Ja. Wen als erstes? Kann man ja immer drüber nachdenken. Hat einer hier das, könnte es einer bestimmen oder muss das hier in einem umständlichen Demokratisierungsprozess? Wir haben uns das Vorbild von Toten Hosen so ein bisschen angeeignet, die auch sagen, wenn eine Entscheidung für die Band ansteht, muss jedes Bandmitglied den Daumen heben. Und dann einstimmig. Und so machen wir es auch. Ach so. Ein Ein-Mann-Vetorecht. Ja. Genau. Aber das meine ich tatsächlich auch einfach so. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war für uns eine würdige 200. Es war tatsächlich, wir werden die Erkenntnisse, die wir haben, hier auswerten und werden das in unseren Lebensplan mit einbauen. Danke. Wie viele Jahre braucht es für 200 Sendungen? Wie viel weiß ich gar nicht. Vier, glaube ich. Vier Jahre. Aber jede Woche. Ja. Dann würde ich mich zur 500. gerne an. Und das nehmen wir gerne an. Ja, kommen Sie vorbei. Und dürfte ich mal... Ich bringe dann den Tommy mit. Ach, ja. Ja, alles klar. Ja, da freuen wir uns natürlich jetzt schon drauf. Dann planen wir auf jeden Fall mal, sagen wir mal, 2 Tage ein. Und ich besuche Sie mal bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl. Ich habe dann super coole Anekdoten dabei. Ja. Und nerv Sie da so ein bisschen, sodass es aber genau noch verträglich ist für Sie die Zuschauer. Sie sind aber der klassische Typ, der schon an der Auswahlfrage scheitert. Das kann sein. Das glaube ich aber auch. Ja. Noch ein PS quasi in Podcast-Form. Warum waren Sie noch nie in einer Sendung von uns? Keine Sorge, da entsteht keine Verpflichtung oder wir wollen keinen Druck. Wir haben uns nur gedacht, auch lange, dass Sie was gegen uns haben vielleicht oder so irgendwie. Ja. Nein. Warum hassen Sie uns so bitte? Nein, habe ich nicht. Also ja, vielleicht eine gewisse Ignoranz trägt jeder irgendwie mit sich. Aber es war tatsächlich einer meiner Töchter, die sagt, da musst du hin. Ach, wie schön. Ich sage, wieso muss ich da hingehen? Ja, die reden öfter von dir und die sagen, das wäre gut, wenn du kommst. Ich sage, ja, das sagen manche. Die meinen es aber wirklich so. Ja, genau also die hat sie durchschaut. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube schon. Es war wirklich ganz schön für uns und vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben hier zwei aus der Historie des Podcasts herausgenerierte Abschlussfloskeln. Wenn die gesagt werden, ist wirklich Schluss. Ja. Alles Gute, alles Liebe. Danke. Ende. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.